Einen schönen und guten Morgen Ihnen und uns allen hier mit Glockenschlag in Frankfurt-Oder und herzliches Willkommen zum dritten Panel unserer Konferenz Jubelschreie, Trauergesänge, Günther de Bruijn, ein deutsches Schriftstellerleben. Das Panel ist überschrieben Werk, Rezeption, Nachleben. Wir melden uns dafür hier aus dem Kleist-Museum, sozusagen direkt unter den märkischen Schreibwelten als Anker in der Mark, und freuen uns aber darüber, mit Ihnen gemeinsam das Spannungsfeld zwischen Mark und Welt noch einmal aufzumachen, heute ganz besonders mit drei internationalen Referenten, die wir hier froh sind, bei uns zu haben. Und natürlich freuen wir uns über Sie alle. Um uns es in dieser Hybridität so angenehm wie möglich zu machen, werden wir heute Morgen so verfahren. Wir hören die Vorträge en bloc. Dazwischen habe ich Ehre und Vergnügen, die Referenten einzeln vorzustellen. Im Anschluss gibt es eine Diskussion und wir nehmen sehr gerne auch noch die Fragen von Ihnen als Zuschauer per Chat entgegen und bringen sie ein. Zuallererst möchte ich mich aber gerne heute Morgen bei Ihnen, den Gentlemen des Tages, herzlich bedanken dafür, dass Sie überall die Zeit und auch bis heute Verbindung gehalten haben in vielfältiger Hinsicht. Es war für mich etwas ganz Besonderes, mit Ihnen Gedanken an und Erinnerungen an und über Günther de Bruijn per Mail, per Telefon über diese Zeiten zu teilen. Und ich freue mich ausgesprochen, dass ich Sie heute endlich fast vis-à-vis sehen darf und mit Ihnen sprechen. Herzlich willkommen. Der erste Referent, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Dr. Marc Schweisinger, Professor, Lecturer an der School of Modern Languages der University of Cardiff in England. Lieber Herr Schweisinger, das Spektrum Ihres Engagements und Ihrer Arbeitsfelder würde ich ungewöhnlich, aber spontan so in Ihren Mitgliedschaften und Vorstandstätigkeiten andeuten, denn es ist ungeheuer beeindruckend und breit. Sie sind Vorstandsmitglied der Hauptmann-Gesellschaft, Mitglied in der Goethe-Gesellschaft und der Shakespeare-Gesellschaft. Ihre Forschungsgebiete umfassen moderne deutsche Literatur, Sprachwissenschaft und Übersetzungswissenschaft. Und Sie haben, wie ich herausfinden durfte, sogar auch selber Lyrik übersetzt, was mich besonders beeindruckt hat. Vor allem aber sind Sie ausgewiesener Forscher des Verhältnisses von Historie, Dichtung bis in die Moderne. Als wir uns das letzte Mal sahen und ich das Vergnügen hatten, Sie kennenzulernen auf der von Ihnen und Wolfgang de Bruijn organisierten wunderbaren Tagung zu Gerhard Hauptmann, haben Sie Verbindungen, Brücken geschlagen von der Historie von Hauptmann und Fontane in die Moderne. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf Ihren heutigen Brückenschlag. Wir hören jetzt zum Verhältnis von Fiktionalität und Historizität Günther de Bruijns preußische Trilogie. Lieber Herr Schweisinger, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vielleicht ein paar Worte vorneweg von meiner Seite. Ich habe Günther de Bruijn als Student kennengelernt, das heißt seine Werke. Das Leben des Jean-Paul Friedrich Richters habe ich als Student, war das erste Werk, das ich richtig bewusst wahrgenommen habe und mit großem Vergnügen und Begeisterung gelesen habe, weil Jean-Paul für mich immer ein etwas schwieriger Autor war. Und Günther de Bruijn hat mir tatsächlich den Zugang zu ihm erleichtert. Interessant ist auch, es gibt auch andere Verbindungslinien. Ich arbeite natürlich, bin der zweite Vorsitzende, der erste ist Herr de Bruijn. Ich arbeite mit Günther de Bruijn in der Gerhard-Hauptmann-Gesellschaft zusammen. Und vielleicht eine kleine Anekdote vorneweg. Meine Mutter und ich sind früher häufig, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, wir sind häufig zu Wolf Biermann-Konzerten gegangen, der gelegentlich ja in den Westen rüberkommen durfte. Und wir hatten eine große Begeisterung für die DDR-Kultur, die mehr zu bieten hatte als vieles, was im Westen geschah. Und als er dann ausgebürgert wurde, hat sich bei uns eine Enttäuschung breit gemacht, die sich auch in dem, was Günther de Bruijn in seinen Ausführungen über die Ausbürgerung, die ihn ja nicht erfreut hat, zum Ausdruck gebracht hat. Also es gibt Verbindungslinien, die schon biografische Verbindungslinien, die schon seit meiner
seit meiner Jugend im Grunde genommen bestehen. Nun, zu dem Thema Historizität und Fiktionalität habe ich eine kleine PowerPoint-Präsentation für Sie vorbereitet. Und ich werde mal gleich hier meinen Screen mit Ihnen sharen, damit Sie sehen können, worum es da geht. Ich diskutiere also das Verhältnis Fiktionalität und Historizität in Günther de Bruyns preußischer Trilogie. Und worum es da im Einzelnen geht, möchte ich hier kurz vorstellen. Ich werde über postmoderne Theorien sprechen. Ich werde de Bruyn als Historiker vorstellen. Ich werde eine tragische Liebesgeschichte als Beispiel für postmodernes Erzählen in der Trilogie darstellen. Das Verhältnis Fiktion und geschichtliche Wirklichkeit untersuchen und auch noch einmal ganz deutlich auf Wirklichkeitsdarstellung selbst eingehen. Schließlich, ganz am Ende, geht es um Geschichtsdarstellung und Perspektive. Darum geht es in der Postmoderne ja eigentlich immer. Warum spreche ich hier über Postmoderne? Die Trilogie, wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen, entstand in den Jahren 1999 bis in die Jahre 2003. Das heißt, sie entstand im Grunde genommen zur Zeit, als die Postmoderne, der Poststrukturalismus ganz intensiv diskutiert worden ist. Und ich möchte im Einzelnen nun einmal vorstellen, inwieweit postmoderne und poststrukturalistische Ideen sich widerspiegeln in der Trilogie. Grundsätzlich ist zunächst Certeau, sich auf Roland Barthes berufend, sagt, dass der Historiker einem Reisenden ähnelt, einem Spaziergänger, der auf der Grenze zwischen Wissenschaft und Literatur wandelt. Und das hat mich beim Lesen der Trilogie sofort beeindruckt. Dieser Grenzgang zwischen Wissenschaft und Literatur war für mich sofort ersichtlich oder wurde für mich sofort ersichtlich. Und Günther de Bruyn sagt selbst, der Verzicht auf Fiktion ist ein Wirtschaften im Mangel. Ich habe das in einem Aufsatz von Hanisch gefunden, der schon vor der Veröffentlichung der Trilogie publiziert worden ist, sich aber ganz spezifisch auf Günther de Bruyn bezog. Und darum war diese Verbindung sofort da zwischen Poststrukturalismus und Günther de Bruyns Trilogie. Na, wenn wir uns mal ansehen, was die poststrukturalistische, postmoderne Theorie, ich führe Ihnen das noch einmal vor hier kurz, zum Thema hat. De Saussure hat eine Sprachkritik eingeführt, die Sprache beruht auf Konvention und Tradition. Derrida ging noch einen Schritt weiter, der sozusagen die Sprache völlig dekonstruiert hat. Ich erinnere mich, einen Vortrag von ihm gehört zu haben, bei dem er 4 Stunden lang über Ma mort est-elle possible gesprochen hat, der sehr begeisternd war. Aber die postmoderne Theorie, wenn es um Historie geht, geht nicht so weit wie Derrida, und wir kommen darauf noch einmal zu sprechen. Wichtig ist, die poststrukturalistische, postmoderne Theorie ist natürlich von den Franzosen sehr beeinflusst worden. Lyotard zum Beispiel, der gesagt hat, das Erzählen scheinbar bedeutender geschichtlicher Ereignisse wird in Frage gestellt. Und darum geht es auch meiner Ansicht nach in der Trilogie. Ich komme darauf im Einzelnen später noch einmal zu sprechen. Das Verschwinden der Grand Narrative, ich konnte hier nur den französischen Ausdruck wählen. Das Problem ist, große Erzählung stimmt ja nicht. Es geht mehr in der poststrukturalistischen, postmoderne darum, dass man darauf verzichtet, die große Staatsaktion darzustellen. Das hat natürlich auch bei einigen Historikern für Kritik gesorgt, und ich werde noch einiges später dazu sagen können. Hayden White ist vielleicht der wichtigste poststrukturalistische Historiker oder Denker, der sich mit
Geschichte und Literatur auseinandergesetzt hat und hat die Behauptung aufgestellt, der Historiker schafft eine narrative Abfolge, die der des Literaten ähnlich ist. Ich werde im Einzelnen später einmal vorführen, wie das im Ganzen so vor sich geht in der Trilogie, wie welche narrativen Abfolgen Günther de Bruijn da eigentlich schafft. Historische Objektivität und Postmoderne. Jörn Rusen ist vielleicht einer der wichtigsten deutschen Denker, der sich mit dem Verhältnis Literatur und Geschichte auseinandergesetzt hat. Und er hat geschrieben, schon Leopold von Ranke hat trotz des Diktums, dass er zeigen wolle, wie es eigentlich gewesen, darauf bestanden, dass die Geschichtswissenschaft auch Kunst sei, indem sie das Gefundene, Erkannte wiedergestaltet darstellt. Bei der Historie gehöre das Vermögen der Wiederhervorbringung dazu. Rüssen merkt dazu an, dass mit dieser Aussage der postmoderne Blick auf die Geschichte bestätigt werde, weil sie die schöpferische Subjektivität der gestalterischen Hervorbringung nicht verwische. Man muss allerdings vorsichtig sein, bei Ranke geht es noch um die Wiederhervorbringung. Der postmoderne Denker wendet sich von der Wiederhervorbringung ab. Er geht noch einen Schritt weiter. Es geht eher um die künstlerische Umgestaltung. Nun, Frank Hoffmann hat schon Günther de Bruijn als Historiker gewürdigt, deshalb gehe ich nur noch einmal ganz kurz darauf ein. Herr Hoffmann beschreibt de Bruijn als an Aufklärung festhaltenden und um Wahrheit bemühten Historiker, der wichtige Quellen erschlossen und sich auch in der wissenschaftlichen Forschung einen festen Platz erarbeitet habe. Zweifellos. Aber man kann noch einen Schritt weiter gehen, weil de Bruijns preußische Trilogie aber in dem viel feineren Gewand des literarisch Schaffenden daherkommt, der von vornherein einen künstlerischen Anspruch mit dem Schreiben verbindet, um den es um mehr geht als die große historische Linie und der auch keineswegs einen Fürstenspiegel schreibt, sondern bereits in dem ersten Teil der Trilogie die Finkensteins nebenbei darauf aufmerksam macht, dass die Häuser der Dorfbewohner klein und niedrig waren und die meist großen Familien auf engstem Raum lebten. Was ist nun auffällig im Hinblick auf die Trilogie? Was sorgt dafür, dass man die Nähe zur fiktionalen Literatur feststellen kann? Da gibt es zunächst die Bemerkung zu machen, dass Günther de Bruijn keineswegs chronologisch erzählt, sondern zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her wandert. Er erlaubt es seinem Leser, die unmittelbaren Auswirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart von einem bestimmten Gesichtspunkt aus zu erkennen. In der klassischen Diskursanalyse wird diese Form des Zurück- und Vorverweisenden Erzählens als eine Form der Fiktionalisierung verstanden, weil es durch die spezifischen Erzählstruktur dem Erzählten eine Logik andichtet, die chronologisch angeordnete Ereignisse nicht bieten. Da hat man schon die Nähe zur Postmoderne. Hayden White, der vielleicht wichtigste Theoretiker in dieser Hinsicht, geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass jeder Geschichtsschreiber seine Berichte nach dem Prinzip literarischen Erzählens anordnet. Also entweder eine Tragödie, Komödie, Liebesgeschichte, ironische oder satirische Aufarbeitung der Vergangenheit bietet und somit selbst zum Schreiber literarischer Werke werden. Und genau das kann man auch über die Trilogie sagen. Ich habe mal ein Beispiel gewählt, eine tragische Liebesgeschichte in der Trilogie. Da gesteht der Erzähler de Bruijn in Unter den Linden, dass die Liebesgeschichte zwischen der preußischen Prinzessin Amalie und dem ostpreußischen Grafen von Trenck, so rührend sie auch sei, dokumentarisch nicht ausreichend belegt sei. Ohne sich jedoch daran hindern zu lassen, mit den Worten von Amalies Zeitgenossen Thibaut davon zu berichten.
Ich habe das mal ein bisschen paraphrasiert hier für Sie und stelle Ihnen den Teil vor. Als sie sich wiedersahen, sei der hochgewachsene Leutnant vom Garde du Corps, der im Herzen der Prinzessin gelebt habe, wahrscheinlich durch die Gefangenschaft zum grauhaarigen Alten mit gekrümmten Rücken geworden und die einst von zauberischer Schönheit gewesene Amalie nun blind und fast bewegungsunfähig. Die Unterredung zwischen den beiden habe unter vielen Tränen mehrere Stunden angedauert. Ja, sehen Sie, das ist ja schon fast literarisches Erzählen. Und ich möchte Ihnen kurz ein Bild einmal zeigen. Der Freiherr von Trent mit der Prinzessin, Freiherr von Trenk mit der Prinzessin Anna Amalie hier. So, das ist also eine tragische Liebesgeschichte. Günther de Bruijn verwendet hier eine Liebesgeschichte, die auf Hörensagen beruht, ihren Protagonisten dauerhafte Gefühle füreinander zuschreibt. Und natürlich ist sich de Bruijn dieser Tatsache bewusst. Warum hätte er sonst darauf verwiesen, dass diese Geschichte leider nicht ausreichend dokumentarisch belegt sei? Die Grenze zwischen Historizität und Fiktionalität, Fiktion und Wirklichkeit, wird hier fließend und ganz bewusst so gestaltet. Es lässt sich eben nicht von der Hand weisen, dass die Zeit der Entstehungsphase der Trilogie die Hochphase des Poststrukturalismus war, in dem die Grenzen zwischen Geschichte und Literatur ganz bewusst verschoben wurden, um dem geschichtlichen Ereignis jenes mehr zu bieten, das die Personen plastisch vor dem Auge des Lesers erscheinen lässt. Ein Grund für mich, warum ich die Trilogie so gern gelesen habe. Ich habe selbst Geschichte studiert und war häufig frustriert von Berichten, die mir keinen persönlichen Zugang gestatteten. Und der persönliche Zugang ist gerade durch diese Verbindung zwischen Fiktion und Wirklichkeit in der Trilogie immer da. Reinhard Koselleck hat in seinem wichtigen Aufsatz zum Thema Fiktion und geschichtliche Wirklichkeit darauf hingewiesen, dass der Dichter nicht wie der Historiker berichte, was geschehen sei, sondern vielmehr, was geschehen könnte. Tatsächlich finden sich in allen drei Werken der Trilogie de Bruijns immer wieder Verweise auf dichterische Werke, die die Realität entweder spiegelgerecht abzubilden suchten oder eben jenes mehr zum Ausdruck brachten, das nach Koselleck schon Lessing ansprach, wenn er behauptete, dass die innere Wahrscheinlichkeit der Dichtung eine größere Kraft habe, als das oft nur allzu Fragwürdige des historisch vermeintlich Wahren. Und da eine Verbindung möchte ich einmal herstellen zu Georges Duby, zwischen Georges Duby und Günther de Bruijn, weil Georges Duby wenige Jahre vor der Trilogie seine Geschichte des privaten Lebens herausgebracht hat. Geschichtsschreibung, die so Denninger Grenzen verschiebt, progressiv und imaginativ ist, literarisches und wissenschaftliches Schreiben miteinander verbindet. Geschichtsschreibung, die als Mentalitätsgeschichte verstanden werden kann und neben historischen Quellen auch fiktionale Texte als Quellenmaterial heranzieht. Ja, das ist immer der entscheidende Gesichtspunkt hier, dass man diese etwas erlaubt, das über die rein historische Betrachtung herausgeht. In diesem Sinne ist beispielsweise der erste Band der Trilogie des Finkensteins auch mehr als eine geschichtliche Abhandlung. Das Werk hebt den Einfluss der Zeitläufe auf das Individuum hervor. Geschichtliches Ereignis ist hier nie Selbstzweck. Es wird vielmehr eingesetzt, um das Geschick des Einzelnen vorzustellen. Ein Beispiel aus Tiecks Ahnenprobe wird der Graf in de Bruijns die Finkensteins mit den Worten zitiert: Wer die überkommenen Rechte wissentlich oder leichtsinnig schmälere, seinem Nachkommen die angestammte Herrlichkeit verkümmere, sei ein Frevler und Sünder. Man erlebt hier förmlich mit, wie der Präsident durch den Rückbezug auf Tiecks Dichtung charakterliche Eigentümlichkeiten
erhielt, die ihm individuelle Eigenschaften verleihen, die mit Schmerz, Liebe, Stolz auf Herkunft und überkommene Traditionen verbunden sind, wie man sie sonst leider nur in der Literatur finden kann. Diese Grenzüberschreitung zwischen Literatur und Geschichte erlaubt dem Leser Facetten in der Natur des Präsidenten wahrzunehmen, die anders verborgen bleiben müssten. Also, Günther de Bruijn geht es um mehr als um bloße Wirklichkeitsdarstellung. So versucht er sich in Preußens Luise dem Wesen der Schwester der Königin, Luise Friederike, über die von Schadow gestaltete Büste anzunähern, bei der Vergangenheit und Gegenwart in der Betrachtung zusammenfallen. Ich möchte mal kurz mal vorstellen, wie das geht. Den Zauber, den Friederike auf Schadow ausgeübt haben müsse, liege auch in ihren träumerischen, nach unten gerichteten Blicken. Friederike sah bei Schadow nichts als ein reizendes junges Mädchen, fern von Repräsentation und Etikette, deren seitlich geneigter Kopf Ungezwungenheit zeige. Das geht noch weiter in dem Buch, aber ich beschränke es jetzt mal hier auf diese wenigen Sätze. Und gewiss ist dies eine poetische Beschreibung Friederikes, die dem persönlichen Eindruck, den die Prinzessin auf dem Künstler Schadow beim Gestalten gemacht haben könnte, vielleicht sogar musste, in Betracht zieht. Aber ist sie darum weniger wahr und liegt es nicht im Trend der Zeit? Harnisch verweist auf poststrukturalistische Denker, die gefordert hatten, Kunstwerke für die Interpretation einer Gesellschaft nutzbar zu machen im historischen Diskurs. Ja, dieser Aufsatz Harnisch, der schon vor der Trilogie erschien und in dem Günther de Bruijn zitiert wird, den er also vielleicht gekannt hat. Jäger behauptet, dass seit Käthe Hamburger die besondere Fähigkeit fiktionaler Texte, die Innenwelten von Charakteren darzustellen, hervorgehoben werde. Demgegenüber sei historiografisches Erzählen vornehmlich auf direkte Zitate von Zeitzeugen in der ersten Person angewiesen. Könne also entsprechend kein Figurenbewusstsein im Akt des historiografischen Erzählens erschaffen. Das möchte ich noch einmal kurz vorstellen, um den Gegensatz herauszuarbeiten. Wenn Sie sich mal das Bild nun ansehen von die Büste der Prinzessin Luise und Friederike von Schadow, da haben Sie links Luise und rechts ist Friederike. Ich habe mir das im Einzelnen genau angesehen und fand das sehr spannend, dass hier ein Versuch gemacht wird, die Persönlichkeit eines Menschen über die Ausgestaltung in dem Kunstwerk zu erkennen. Und was bedeutet das für die Geschichtswissenschaft? Die Wahrheit fiktionaler Darstellung, da sollte man nicht unterschätzen. Gelingt de Bruijn durch seine Beschreibung der Büste der Prinzessin Friederike für die Geschichtsschreibung nicht gerade eine Wahrheitsdarstellung, die über die reine Faktenwiedergabe hinausweist, und wird er nicht selbst zum Grenzgänger zwischen Fiktion und Faktizität? Bleibt darüber hinaus der Wahrheitsanspruch der behaupteten Aussage nicht bestehen, gerade weil de Bruijn durch biografische Einzelheiten über das Leben der Prinzessin belegen kann, dass sich ihr Geschick in ihren Zügen spiegelte? Ja, also wir haben eine Verbindung zwischen Literatur und Geschichte, die sehr interessant ist. Ricoeur erläutert, dass Michelets historisches Werk über die Französische Revolution narrative Strukturen aufweise, die denen von Tolstois Krieg und Frieden sehr nahe kämen, indem er durch die Darstellung von Gedankengängen und inneren Monologen eine romanhafte Erzählstruktur schaffe, die den Leser dazu bringe, dem Geschichtsschreiber wie dem Romanschriftsteller die unglaubliche Fähigkeit zuzuschreiben, die Gedanken anderer Menschen lesen zu können. Ja, Ricoeurs dreibändiges Werk zur Zeit und Geschichte, Time and Narrative, ist sicherlich auch ein sehr einflussreiches
Werk in dieser Hinsicht. Und ich möchte nochmal auf die Unterschiede aufmachen, denn de Bruyne geht nicht so weit, dass er seinen Lesern die Gefühlswelt seiner historisch verbürgten Persönlichkeiten durch erdachte innere Monologe vorführen würde, aber bedient er sich nicht ganz ähnliche Mittel, indem er aus fiktionalen Dialogen zitiert. Und ist dies nicht eine ganz legitime Vorgehensweise, um geschichtshistorische Darstellungsweisen zu erweitern? Mehr noch, wenn sie sich auf Zeitgenossen berufen kann, die mit der betreffenden Person wie Tieck mit Finkenstein in Verbindung stand. Jérôme de Groot schreibt, dass der historische Roman in der Postmoderne zu einem kritischen Kommentar geworden sei, der Autoritäten und Rechtmäßigkeiten hinterfrage. Und Abbott fordert, dass sich die moderne Geschichtsschreibung dem Einzelnen, dem Individuum in der Geschichte zuwende, allerdings nicht zur Geschichtsschreibung des bedeutenden Entscheidungsträgers oder der bedeutenden Entscheidungsträgern zurückkehren müsse. Stattdessen könne das Schicksal des Individuums uns helfen, die schnellen historischen Änderungen besser zu verstehen. Gerade mit dem dritten Werk der preußischen Trilogie unter den Linden gelingt es de Bruyne, dieser Forderung mehr als Genüge zu tun. Es ist eben nicht die Geschichte großer historischer Ereignisse oder Persönlichkeiten allein, die uns hier in allen Einzelheiten vorgestellt. So wird der Maler Liebermann mit dem gleichen Gewicht wie der Schriftsteller Gutzkow oder der Kaiser Wilhelm I. behandelt. Ich habe hier ein Bild von ein Selbstbildnis von Max Liebermann als impressionistischem Maler und möchte einmal kurz nun auf Unter den Linden eingehen und wie sich Max Liebermann, der ja nun ein Haus und ein Atelier direkt unter den Linden am Brandenburger Tor besaß, wie der sich in dem dritten Band der Trilogie wiederfindet. Liebermann und die Machtübernahme der Faschisten, so berichtete Bräunen unter den Linden eben nicht einfach, dass ein Fackelzug unter den Linden stattfand, mit dem die Anhänger Hitlers 1933 bei der Machtübernahme der Faschisten ihren Sieg auf der Berliner Prachtstraße feierten, sondern auch die Reaktion des jüdischen impressionistischen Malers Max Liebermann darauf, der gesagt haben, so viele kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen möchte. De Bruyne weist darauf hin, dass dieses Zitat nicht verbürgt sei, verwendet es aber trotzdem, weil es uns die schrecklichen Auswirkungen direkt der faschistischen Machtübernahme direkt vor Augen führt und als geflügeltes Wort heute noch sehr bekannt ist und viel gebraucht wird. Mein Vater hat es ständig verwandt. Ich konnte es lange Zeit nicht verbinden, aber durch die Lektüre von Unter den Linden wurde mir plötzlich deutlich, ach, daher kommt das. Es hat also lange gedauert, bevor ich da eine Verbindung überhaupt herstellen konnte. Aber man sieht daran, wie es so im Bewusstsein der Menschen existierte. Herkömmliches historisches Erzählen hätte wahrscheinlich darauf verzichtet, das Zitat einzubauen, aber de Bruyne geht es gerade darum, das geschichtliche Ereignis durch das individuelle Schicksal erlebbar zu machen und von der unpersönlichen, rein statistischen Geschichtsdarstellung zu befreien. Noch etwas zum Verhältnis geschichtliches Ereignis, Person und deren perspektivische Wiedergabe. Sehr ausgeprägt ist die Idee, das Verhältnis von geschichtlichem Ereignis und perspektivischer Wiedergabe darzustellen, von de Bruyne im zweiten Band seiner Trilogie Preußens Luise gestaltet. Hier werden die legendenhaften Züge Luises in allen Einzelheiten vorgeführt. Gerade das Konzept der unterschiedlichen historischen Aufnahme und Umgestaltung Luises in Kunst, Film und Theater durch das 19. und 20. Jahrhundert interessiert de Bruyne, weil es aufdeckt, dass weder geschichtlich überlieferte Ereignisse noch Persönlichkeiten eindimensional sind, sondern mehrdeutig und man diese Mehrdeutigkeiten erkennen muss, um sie herausarbeiten zu können. Ich komme nun noch zu Haydn White. Haydn White
erläutert, dass verschiedene narrative Diskurse sich sogar gegenseitig ausschließende Darstellung einer Person oder eines Ereignisses hervorrufen können. Ihr Gehalt sei abhängig von ihrer Erzählstruktur und von der Wahrnehmung des Rezipienten. Deshalb habe Karl Marx die Revolution von 1841 bis 1851 in Frankreich als Farce bezeichnen können, während demgegenüber Proudhon und Victor Hugo Louis Napoleon als großartig und heldenhaft beschrieben hätten. White fragt, ob Marx bei seiner Berichterstattung nicht absichtlich das Ereignis ideologisch verfälscht habe. Dem stellte aber Roland Barthes gegenüber, für den die realistische Schreibweise des 19. Jahrhunderts nur ein bürgerliches und demnach nicht weniger ideologisches Unternehmen gewesen sei. Kann man nicht deshalb Proudhon und Hugo denselben Vorwurf der ideologischen Verbrämung machen? Eines Vorwurfs, dem sich de Bruyne nicht aussetzt, weil er in Preußens Luise ganz bewusst auf Multiperspektivität setzt. De Bruynes Darstellung der verschiedenen Perspektiven im Hinblick auf die Wahrnehmung und Gestaltung der historischen Persönlichkeit der Königin Luise veranschaulicht die Abhängigkeit der Betrachtungsweise vom individuellen Standpunkt. Ich komme zum Schluss. Sagorin hat schon 1999 behauptet, dass all die poststrukturalistischen und postmodernen Ansichten und Vorgehensweisen im Hinblick auf die Geschichtswissenschaft ihre Bedeutung verlieren müssten, weil man sonst unleugbar sein könnte. Bestimmte geschichtliche Ereignisse könnten nur in bestimmten Zusammenhängen erzählt werden. Es sei unmöglich, bei einer geschichtlichen Beschreibung der Schlacht um Stalingrad mit den Kreuzzügen zu beginnen, und allein deshalb sei die Beschreibung geschichtlicher Ereignisse nicht beliebig. Kein Zweifel. Aber dies wird von den postmodernen Geschichtstheoretikern auch keineswegs behauptet. Geschichtliche Ereignisse werden nicht in Frage gestellt. Die postmodernen Theoretiker, und besonders Haydn White, dem das immer zum Vorwurf gemacht wird, degradiere die Geschichtsschreibung. Das ist aber nicht der Fall, wie ich denke. Die postmodernen Theoretiker bestehen allerdings, und dies logisch nachvollziehbar, darauf, dass die Geschichtsschreiber bei der Repräsentation dieser Ereignisse an bestimmte Erzählmuster gebunden seien und dies das eigentliche Ereignis verschleiere oder perspektivisch gestalte. Man kann, das ist das Wichtige meiner Ansicht nach, man kann diese postmoderne, poststrukturalistische Herangehensweise an geschichtliche Ereignisse und Persönlichkeiten jedoch auch als Chance begreifen. Als Chance, die uns erlaubt, über das bloße Wiederholen von Fakten und dem Nachzeichen von großen historischen Ereignissen bei dem Verständnis von geschichtlichen Ereignissen hinauszugehen, wie es Günther de Bruyne in seiner preußischen Trilogie getan hat. Schließlich hat er durch Beispiele in Preußens Luise nachgewiesen, dass unser Geschichtsverständnis das Verständnis einer historisch überlieferten Person allzu oft, um nicht zu sagen immer, von den ideologischen Vorlieben der Zeitumstände bestimmt wird. Ja, das Problem für eine gewisse Schule der Historiker ist, mit der Postmoderne, mit dem Poststrukturalismus, dass sie sagt, unsere Geschichtswissenschaft wird degradiert, wenn sie narrative Strukturen akzeptiert. Wir werden nicht mehr ernst genommen. Aber ich denke, dass das eine falsche Perspektive auf diese postmoderne, poststrukturalistische Geschichtsdarstellung ist. Schließlich, um meinen Vortrag zu beenden, noch zwei Dinge. Der bewusste Verzicht auf die große Erzählung ist hervorzuheben in der Postmoderne. Stattdessen steht das Einzelschicksal im Mittelpunkt der Erzählstrategie. De Bruyne gestaltet seine Trilogie genau nach diesen Prinzipien. Er bleibt ganz dicht dran am individuellen Schicksal seiner historisch verwirkten Personen und vermag ihre Sorgen, Ängste, Nöte, Triumphe und Niederlagen oft nur mit wenigen Federstrichen literarisch-künstlerisch so zu verdeutlichen, dass seine Leser komplexen individuellen Figuren gegenüberstehen, deren Handlungsspielraum und Entscheidung
aus unterschiedlichen Perspektiven in Augenschein genommen werden. Eine historische Vielschichtigkeit entsteht, die erst der Einbezug des literarischen Erzählens und bewusst gewählter narrativen Strukturen ermöglicht. Und das ist im Wesentlichen mein Vortrag. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Sie haben den Applaus gehört, der sicherlich auch sozusagen durch das Netz zu Ihnen gekommen ist. Herzlichen Dank, lieber Herr Schweißinger, für diesen fulminanten Überblick über ja auch internationale Theorien zur Historizität und Fiktion und ihre Anwendung auf Günther de Bruijn. Ich bitte Sie alle, ich muss Sie jetzt bitten, Ihre Fragen im Kopf und auf dem Papier unbedingt festzuhalten. Das führt ja sicherlich zu einer spannenden Diskussion. Und wir haben jetzt das Vergnügen, bei diesem Spannungsfeld noch ein bisschen bleiben zu können und auf das Verhältnis oder auf Historie und Fiktion bei Günther de Bruijn eine niederländische Perspektive zu hören. Dr. Hübnesen von der Radboud Universität Nijmegen ist heute bei uns. Zu Ihnen führte uns der Suchweg, wenn ich das einmal gestehen darf, über das Duitsland-Institut in Amsterdam und das Goethe-Institut und noch weitere Einrichtungen. Und alle Internetfinger zeigten direkt auf Sie und sagten, den müssen Sie fragen. Der ist der Fachmann schlechthin zu diesem Thema. Und wir durften Sie fragen und ich danke Ihnen, dass Sie ganz aktuelle Forschung mit uns teilen werden. Allerdings gestehe ich auch, erst jetzt weiß ich, dass Sie schon in Ihrem Studium sich auf deutsche und speziell DDR-Literatur spezialisiert haben, dass Sie nicht nur in Münster, sondern auch in den 80er Jahren schon in Jena gewesen sind, später in Berlin und Potsdam und unter anderem an der Edition der Briefe Peter Huchels mitgearbeitet haben. Jetzt sind Sie zuständig für alles Internationale als International Liaisonsmanager Ihrer Universität und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit mit uns teilen und Ihren Blick auf Günther de Bruijn. Dankeschön. Ja, schönen Dank für diese Einleitung. Und dass die Finger auf mich zeigen, zeigt auch, wie klein die Germanistik in den Niederlanden geworden ist. Wenn ich alle zusammenzähle, denke ich, dass wir vielleicht noch 15, 16 aktive Germanisten haben. Und ich bin nicht mal als Germanist aktiv, sondern wie gesagt im Internationalisierungswesen. Es ist ein Fach, das leider hier aussterbt. Und ja, mein Titel, Sie wollten ja einen Titel haben und ich habe mir jetzt einen Titel ausgedacht. Und das ist im Grunde diesen Balanceakt zwischen Widerstand und Anpassung. Normalerweise würde man gesagt haben, Gratwanderung. Aber in den Niederlanden gibt es ja keine Berge. Also müssen wir uns hier was anderes ausdenken. Und Sie haben das Wort lavieren. Aber ein Segelschiff ist einfacher zu steuern als ein richtiges Schiff. Und deswegen heißt das Verb bei uns nicht lavieren, sondern schipperen. Und das verstehen Sie schon, denke ich, mit der Lautverschiebung im Kopf. Also mein Titel ist jetzt Schipperen oder der Balanceakt zwischen Widerstand und Anpassung. Und was ich erzählen werde, ist, was ist von ihm übersetzt worden, welche Interviews hat er gegeben und danach, was hat man dann überhaupt rezensiert. Und das ist mir ein Vergnügen, weil de Bruijns Wurzel natürlich irgendwo in diesen Niederlanden stammt. Ne? Wenn man das auf Niederländisch ausspricht, dann wäre es de Bruijn. Würde man es, ich weiß nicht, ob er aus Flandern kommt vielleicht, dann wäre es de Brun, weil dort das Y ein Dehnungszeichen ist. Die Bedeutung ist natürlich der Braune und ob das die Haarfarbe oder die Hautfarbe ist, das kann man heutzutage nicht mehr herausfinden. Wenn ich jetzt irgendeinen Menschen auf der Straße fragen würde, nennen Sie mich einen deutschen Autor, dann wird es wirklich schwer. Dann sagt vielleicht einer noch Thomas Mann, ne, und Goethe könnte man natürlich erwarten, aber sonst, die NOS, das ist unsere ARD-Nachrichten, hat das mal gemacht vor 2 Jahren auf der Straße und da sagt man, nach langem Denken, Herr Böhl, ja. Da wusste gar nicht mal, wie er es aussprechen musste, aber da war er richtig stolz drauf. Und bei den Intellektuellen, da wird also höchstens noch krass gelesen, aber sonst ist es eigentlich
aus und vorbei, würde ich sagen, dass deutsche Literatur hier wirklich viel gelesen wird. Sogar Hertha Müller, Alfred Jelinek oder so sind hier unbekannte Namen. Im Studententheater wird noch mal ein Brechtstück gespielt, aber in meiner Jugend war Hermann Hesse sehr populär. Da hat jeder das gelesen im Zug und so weiter, aber das ist heute auch ein Name, den man vergeblich sucht. Da werden Sie fragen natürlich, wird denn überhaupt gerne deutsche Literatur mehr übersetzt? Doch, das wird sogar mehr als vor 30 Jahren übersetzt, aber es sind alles kleine Ausgaben. Und zu Ihrer Freude werde ich dann sagen können, De Bruyne ist in einer Nobelreihe erschienen. Sie kennen vielleicht die Bibliothèque de la Pléiade in Frankreich. Das ist richtig so mit tollem Papier und schönes Cover und so weiter. Alle in einer schlichten Form und schöne Buchstabe gemacht. So etwas Ähnliches ist es hier nicht, aber es ist trotzdem mit einem sehr guten Papier, gut gebunden, also richtig auch mit Stoff und allem. Das ist eine Reihe, die heißt Privé Domain und das ist natürlich Privatdomäne, ne? Und das wird in dem Verlag der Arbeiterspress gemacht. Und in dieser Reihe erscheinen so, sagen wir mal, Tagebücher, Notizbücher, Briefe, also Ego-Dokumente. Und da erscheinen wirklich die ganz, ganz großen Namen. Flaubert, Proust, Baudelaire, Rimbaud, Napoleon, Nabokov, Akhmatova, Tsvetaeva, Strindberg, Verdi, Kierkegaard, Holmes und Nietzsche, Canetti, Thomas, die ganze Familie, man besser gesagt, Stefan Zweig, Kafka, Fontane, Hölderlin, Döblin, Walter Benjamin, Gottfried Benn. Sie sehen, das ist also eine richtig große Namensreihe. Und in dieser Reihe von etwa 250 Bänden sind es insgesamt, sind zwei Bände von De Bruyne erschienen. Das ist nur wirklich ganz wenigen gelungen. Und das haben wir also dem Verleger zu danken, Martin Ross. Den können Sie in Deutschland vergleichen mit Michael Krüger oder Siegfried Unselt. Also das ist wirklich ein Adelsschlag, sage ich mal, wenn Martin Ross sagt, so, dieses Buch wird übersetzt und die Übersetzer aus dieser Reihe sind immer die Besten. Sonst ist eigentlich deutsche Geschichte nicht interessant, wenn es nicht den Zweiten Weltkrieg betrifft. Denn alles, was der Zweite Weltkrieg wird gelesen, ob es nun Schrott ist oder nicht. Ja? Aber alles, was sonst gemacht wird, östlich der Grenze, und die fängt ja hier in dem Wegen schon an, ja? Da steht man mit dem Rücken zu. Ne? Also das ist für die nicht interessant. So, die DDR-Geschichte, wenn man die kennt, dann kennt man die aus Filmen, ne? Das Leben der Anderen oder sowas. Welche DDR-Autoren sind denn übersetzt worden? Naja, Christa Wolf ist natürlich total übersetzt worden. Ne? Ich als Bobrowski-Menschen freue mich auch, dass Bobrowski total übersetzt worden ist und auch nochmal neu aufgelegt wurde, zu seinem 100. Aber ansonsten kann man wirklich nur ganz, ganz einzelne Ausnahmen suchen. Also Christoph Hein sind in den 80er Jahren etwas geschrieben, veröffentlicht worden. Bruno Arpitz, Nackt unter Wölfen natürlich. Ne, von Franz Fühmann gibt es zwei Bände Erzählungen, aber auch ne, lange, lange her. Günter Kunert, der eine sehr interessante Biografie doch geschrieben hat, von dem ist nur 1970 etwas erschienen, als hätte er danach nie mehr was geschrieben. Rainer Kunze habe ich selber übersetzt mit einem belgischen Kollegen, sonst wäre auch seine Lyrik hier unbekannt. Und das haben wir auch mit Sarah Kirsch gemacht, was doch Großauflagen sind in Deutschland. Ja? Volker Braun, um nochmal ein großer Name zu nennen, der ist nur durch eine Novelle, die unvollendete Geschichte, ne, 1982 und das war es dann. Erich Löst, das Wunder von Leipzig, ne, ist natürlich anlässlich der Fernsehsendung erschienen, aber kann man das noch DDR-Literatur nennen? Es handelt von der DDR, aber ist weit nach der DDR erschienen. Also so schlecht tut De Bruyne es dann gar nicht, wenn es also zwei Bände von ihm gibt. Es ist aber eine sehr bemerkenswerte Sache, dass sein nicht autobiografisches Werk, sein rein literarisches Werk, nicht in den Niederlanden oder Flandern verlegt wurde. Und das ist besonders, weil es wohl eine Übersetzung von märkischen Forschungen gibt. Und das habe ich per Zufall rausgekriegt, als ich dann ein übersetztes Fragment in der viel zu wenig geschätzten Zeitschrift Deus Ex Machina
Funk, die seit 1975 im belgischen St. Niklaus herausgegeben wird. Aber wie es so ist, ne, was in den Niederlanden erscheint, wird in Belgien zwar gelesen, aber was in Belgien erscheint, wird in den Niederlanden nicht gelesen. Weil Belgien, ja. Also das ist wirklich so eine Haltung, die man hier oft sieht. Und in diesem Heft des Deus und Machina, Deus ex Machina, da steht eine Bemerkung dazu, dass dies die erste Publikation dieses interessanten Schriftstellers in unserem Sprachraum sei. Und da wird die Übersetzung eingeleitet von Guy von Hof, und den konnte ich aufschreiben, und daher weiß ich jetzt also mehr. Und Guy von Hof schreibt: Günther de Bruijn schrieb diese gut strukturierte Geschichte in einem angenehmen Stil, voller Ironie, Menschlichkeit und Intelligenz. Eine Art Fabel ist es geworden, ohne dass die Moral zu aufdringlich wird. Die Geschichte spricht für sich. De Bruijn verdient es, mit diesem Werk Zugang zu unserem Sprachgebiet zu bekommen. Deswegen wundert man sich noch mehr, dass es dann nicht erscheinen durfte. Weil über den Einleiter von Hof kam ich zu der Übersetzerin, die heutzutage Annemarie Segers-Gosens heißt. Und da fragte ich sie, wie sind Sie denn auf De Bruijn gestoßen? Nun, sie machte ähnlich wie ich anno der 1980er Jahren immer Sommerkurse in der DDR und kam dann mit einem Koffer voller Bücher zurück. Und da fand sie De Bruijn mit Abstand den Besten, sagte sie. Denn äußerst geschickt und witzig prangerte er Systeme und Missstände an, ohne sich die Missbilligung der DDR-Regierung zuzuziehen. Und das ist wirklich für mich da trifft sie den Nagel auf den Kopf, denn Witz, Ironie und der gehobene Stil, der wirklich gekonnt sein will, das sind auch meines Erachtens die großen Stärken von De Bruijn. Sie hat also als Abschlussarbeit ihres Dolmetscherstudiums und Übersetzerstudiums hat sie den ganzen Roman Märkische Forschungen ins Niederländische und übertragen, ihm den Titel Onderzoek in de Markt Brandenburg gegeben und hat aber wirklich vergeblich versucht, einen Verlag zu finden. 1988, also ein Jahr später, brachte die Zeitschrift Deus ex Machina ein Sonderheft über DDR-Literatur herauf, in dem neben De Bruijn Jurgi Brejan, Hermann Kant, Uwe Gröning, Christoph Hein und Helga Schubert vertreten sind. Das Heft hat den Titel Schipperen tussen Plicht en Neiging, also Lavieren zwischen Pflicht und Neigung, bekommen. Und Frau Seger schildert darin die Entwicklung der DDR-Literatur, doch die Übersetzung von De Bruijn stammt diesmal von Luc van den Branden, der diese Ausbildung zum Übersetzer schon abgeschlossen hatte. Er referiert an die frühere Publikation, ein Jahr eher also, und behauptet, dass De Bruijn dadurch für die Leser kein Unbekannter mehr sei. Die Biografie überspringt er, schildert mehr den literarischen Werdegang, wobei er auch an De Bruijns Zensurrede von 1987 referiert. Er sieht De Bruijn aber kritischer als Frau Segers, was bereits aus dem Untertitel seiner Einleitung deutlich wurde. Gratwanderung zwischen Pflicht und Neigung. Das eine schon ein bisschen mehr Erfolg als das andere. Er schreibt, Buridans Esel und Neue Herrlichkeit können unter dem Nenner Liebesgeschichten mit politischem und sozialem Hintergrund gebracht werden. Preisverleihung und märkische Forschungen können wir verallgemeinernd als Kritik auf den Literaturbetrieb auffassen. Also das war ihm schon bewusst. Ja? Aber dabei verfalle das zuletzt genannte Buch in reine Anekdotik, lautet sein hartes Urteil. Er übersetzt dann zwei Kapitel aus Neue Herrlichkeit, Hochbesuch, Hoher Besuch und Sonntagsausflug, die klar machen, dass schließlich Neigung der Pflicht unterliegt. Neiging weigt vor Pflicht. Dennoch darf der Leser kein langweiliges und moralisierendes Buch erwarten. Alles wird fein ironisch, lakonisch relativiert. Der Stil eines durch die Jahre klüger gewordenen, zwischen Klammern, desillusionierten Kommunisten. Nun, De Bruijn als einen Kommunisten zu sehen, das wird uns allen doch sehr schwer fallen, auch wenn es ein enttäuschter Kommunist wäre, denke ich mal. Nun, in der Einleitung des Heftes wurde behauptet, dass die Literatur aus der DDR bei uns viel weniger bekannt sei als die der BRD. Sie habe jedoch einige Werke von hohem Niveau vorzuweisen. Dass De Bruijns Neue Herrlichkeit in die Auswahl kam,
darf man also als Auszeichnung betrachten. Hervorzuheben ist die oben genannte Gratwanderung zwischen Pflicht und Neigung, die man besonders im Fall unseres Autors betonte. Und das kommt nämlich später in den Rezensionen zurück. Die Publikation in Deus Ex Machina 1987 war jedoch nicht die erste im niederländischen Sprachgebiet. Diese Ehre fällt Gerrit Bössink zuteil, der bereits 1972 De Bruijn in seine Auswahl Meesters der Vertelkünste der DDR aufgenommen hatte, und zwar mit der Erzählung De Vergeetmenietjes, vergiss mal nicht, aus dem Band Ein schwarzer abgrundtiefer See. Bössink schloss damals sein Studium der Germanistik an der Universität von Amsterdam ab und gehört seitdem zu den wichtigsten Übersetzern aus der deutschen Sprache. 2015 begann er den angesehenen Strahlener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW für sein Lebenswerk. In einer biografischen Anmerkung am Schluss schreibt er, dass De Bruijn bis weit über die Grenzen bekannt wurde durch den Roman Buridans Esel, das erste ernstgenommene Werk über Eheprobleme, Treue, Liebe in der sozialistischen Gesellschaft der DDR. In diesem Band, diesen auserkorenen Meistererzählern, steht Wolf, Bobrowski, Seeger, Skank, Bräunig, Fühmann. Und daneben also auch De Bruijn. Das darf man also als Anerkennung betrachten. Die Tatsache aber, dass die belgischen Kollegen 15 Jahre später glaubten, die Ersten zu sein, das sagt aber sehr viel über die Resonanz der Sammlung, trotz der guten Auswahl. Das vierte und letzte Mal, dass eine Erzählung von De Bruijn übersetzt wurde, war kurz nach dem Mauerfall. Es betrifft Freiheitsberaubung aus dem Band Frauendienst, übertragen von damals Utrechter Germanisten Gerrit-Jan Berendse in der Zeitschrift De Tweede Ronde. Dort fehlt aber leider jeden weiteren Kommentar. Ich habe dann Berendse gefragt und der hat weiter nichts von ihm übersetzt. Er schrieb aber wohl zwei Rezensionen im GDA-Bulletin, in dem er vor allem die verschächtelten Sätze von De Bruijn kritisiert. In Jubelschreie, Trauergesänge, deutsche Befindlichkeiten schaffe der Essayist es nicht, neue Lebensstrategien zu entwickeln, sondern lege er diffuse Konzepte einer historisch gewachsenen Kulturverbundenheit vor. Er repräsentiere die Wendeliteratur, die Legitimation, Erinnerung und dann doch Harmonie zum Thema haben. Ein Lob der Kontinuität. Mit dem Schrecken des Zusammenbruchs noch im Nacken gelingt es in dem Essayisten leider nicht, Zukunftsvisionen zu entwickeln. Das kann man also knüpfen mit der Lesung gestern. Ein Jahr später wirft er De Bruijn in Main-Brandenburg vor, dass er sich öfter vom Anekdotischen mitreißen lässt. Zum Glück wage er auch manchmal den Schritt über die Region in die große Welt hinaus, wodurch die Texte nicht vollständig ins Gehege des Anekdötchen-Erzählens entgleisen. Soweit Gerrit-Jan Berendse. Man darf sich aber fragen, inwiefern das GDR-Bulletin noch zu der niederländischen Rezeption gehört, denn außer von einigen Germanisten wurde die Zeitschrift nicht in den Niederlanden wahrgenommen. In Zeiten von Homeoffice und geschlossenen Bibliotheken konnte ich nicht alle Zeitungen und Zeitschriften bestellen, von denen ich vermute, dass dort mal Werke von De Bruijn besprochen worden sind, wie De Volkskrant, De Groene Amsterdammer oder HP De Tijd. In Flandern ist die mehr als 130 Jahre alte Zeitschrift Ditze, Warande en Belfort ein Begriff wie der Merkur in Deutschland. Mehr als 40 Jahre lang stellte dort Edmond Ottevare die interessantesten Neuerscheinungen der deutschsprachigen Literatur vor. Er galt als einer der wichtigsten Führer durch die deutsche Literatur und war auch ein emsiger Übersetzer. Aber wie gesagt, in den Niederlanden natürlich nicht rezipiert. Der Mann hat wirklich eine Übersetzungsliste von 250 Titeln oder so. 1974 bezeichnet er Preisverleihung als einen nicht unwichtigen Roman, der hervorhebt, dass man in der DDR trotz aller Vorschriften durch die Literatur doch bestimmte Gesellschaftskritik äußern kann. Auch Neue Herrlichkeit wurde von ihm empfohlen
weil man durch den fesselnden Roman auch ein differenziertes Spektrum der DDR-Gesellschaft kennenlernen können. Umso erstaunlicher ist es deshalb, dass Frau Segers für ihre Übersetzung keinen Verlag fand. Nun, es gibt daneben zwei lange Interviews mit de Bruijn in den Niederlanden. Das erste führte Marie-Louise de Waaier-Wilke mit ihm im Juni 1986 in Berlin. Es erschien in die deutschsprachige Zeitschrift Deutsche Bücher, die vor allem Autorengespräche und Rezensionen brachte, welchen bestenfalls durch die deutsche Lehre der Niederlanden gelesen wurde. Ansonsten war es doch eine Zeitschrift für Germanisten weltweit. Ob Frau de Waaier-Wilke noch lebt, konnte ich leider nicht herausfinden. Sie kannte sich aber sehr gut mit der DDR-Literatur heraus. Sie hat auch in einigen Reklamheftchen der DDR-Autoren ein Nachwort oder ein Interview publiziert. Im Gespräch mit de Bruijn geht sie auf die zu erwartenden Themen wie Preußen, Jean-Paul, die Reihe des Märkischen Dichtergartens, seine Beziehung zu Christa Wolff, die Rolle der Frauen in seinem Werk und in der DDR ein. De Bruijn äußert dabei eindeutige Kritik auf die sozialen Fehler der Plattenbauarchitektur und auf die Zensur in der DDR, unter anderem bei Preisverleihung. Aber sie fragt leider nicht weiter nach. Weshalb durfte der Roman erst nach so vielen Jahren erscheinen, als das Thema nicht mehr brenzlig war? Inwiefern spielt das Jean-Paul-Buch auf die Aktualität an? De Bruijn sagt deutlich, dass die Streitereien sich vor der Veröffentlichung intern abgespielt haben. Da hätte sie doch mal nachhaken dürfen. Sie hätte da ein Jahr vor der berühmten Rede de Bruijns auf dem 10. Schriftstellerkongress die erste sein können. Wenn sie dann ein paar Seiten weiter auf die Schwierigkeiten eingeht, die neue Herrlichkeit überwinden musste und behauptet, dass das Fehlen der öffentlichen Diskussionen um sein Werk dazu geführt hat, dass de Bruijn im Westen zu wenig bekannt ist, kontert er natürlich zu Recht, dass er nicht auf dem Umweg über politische Skandale bekannt sein möchte. Die Beurteilung von Büchern nach ihrem Oppositionswert halte ich für falsch. Ein Buch, das hier Schwierigkeiten hat, muss nicht unbedingt ein gutes Buch sein. Bücher aus der DDR nur auf politische Dinge hinzulesen, ist im Grunde genommen nur eine Umkehrung dessen, was sich hier in der Zensur ausdrückt. Na, tschakka. Ja? Diese Bemerkung ist vollends richtig. Aber dennoch dürfte dies einer der Gründe sein, wieso er in den Niederlanden nicht bekannt wurde. Andererseits ist sein charaktermäßiges Gegenteil Wolf Biermann hierzulande inzwischen auch völlig unbekannt. Und kurz vor dem Schluss des Gesprächs gibt de Bruijn einen weiteren Grund. Mein Grundsatz ist, man soll nur wollen, was man kann. Man darf sein Vermögen nicht überschätzen. Immer, wenn ich mir vornehme, Weltprobleme zu behandeln, geht es schief. De Bruijns Welt ist eben Brandenburg oder Preußen und Niederländer sind kaum in diese Welt interessiert. Alle schauen eben nach Westen oder bestenfalls nochmal in die ehemaligen Kolonien. Von de Bruijns Sachbuch über Königin Luise fand ich bis jetzt eine einzige Besprechung, und zwar in einer der größten Zeitungen des Landes, De Volkskrant, von Jan Leuten. Mehr als eine Inhaltszusammenfassung ist es jedoch nicht. Dem Fontane-Spezialisten Hans Ester, bei dem ich noch Vorlesungen in der Universität besuchte, gelang es, eine kurze Ankündigung von Mein Brandenburg in der evangelischen Zeitung Trau zu bringen. Er hebt de Bruijns Klagelieder der Naturzerstörung hervor, denn für denjenigen, der die Schönheit Brandenburgs kennt, ist die unvermeidliche Natur- und Landschaftsvernichtung seit dem Krieg schwer zu verkraften. Und ich weiß, dass Hans Ester Brandenburg sehr liebt. Er lobt das Kapitel über Schmidt von Verneuchen. Und er ist promoviert auf die Rolle der Pastoren bei Fontane. Und hier hebt er hervor, dass die wichtige Rolle der Pastoren die Verwandtschaft mit den Niederlanden zeigt. Die einzige andere Rezension des Essays, die ich finden konnte, die stammt von Annerik de Jong. Sie studierte in den 80er Jahren in Amsterdam an der Universität von Amsterdam Germanistik, unter anderem bei Alexander von Bormann,
der hat ja sehr viele deutsche Autoren nach Amsterdam eingeladen. Und die konnten da dann in einem Schriftstellerhaus wohnen und einige Monate mit einem Stipendium leben. Sie fasst De Bruijns Erinnerung auf Jubelschreie, Traubergesänge zusammen, wie er die Bibliotheken von pazifistischer und dekadenter Literatur säubern musste und nennt das eine bescheidene Zivilisationsoffensive, mit der De Bruijn seine Kollegen zur Verantwortung aufrufen, bevor sie ihre DDR-Vergangenheit vergessen hätten. Wie sein Vorbild Heinrich Böll sei er ein waschechter Pädagoge, der mit seinem Werk nicht die Meinung des Tages, sondern moralische Werte verändern möchte. Sie lobte die spielerische und äußerst intelligente Ironie seiner Bücher, die alle um die Frage drehen, inwiefern man ehrlich sein kann in einer Gesellschaft, die es dem Individuum unmöglich mache, ehrlich zu sein. Im Jahr 1990 störe er sich noch nicht an die Arroganz der Westdeutschen, vor denen er noch zu sehr Respekt habe. Zitat: Unter anderem durch diese merkwürdige Naivität ist Günter De Bruijn zum Teil ein typisches Produkt der DDR. Auch wenn es andere Inhalte betrifft, glaubt er anno 1990 jedenfalls noch immer an das Gleiche wie seine Zensoren, nämlich an die Erziehbarkeit der Menschen und die Macht der Literatur. Zusammen mit seinem klaren Stil macht dies sein Werk für den zynischen Westmenschen so erfrischend. Anscheinend rechnet Anne-Rick de Jong sich selbst zu diesen zynischen Westmenschen. Ich jedenfalls nicht. Zwischen 1991 und 1996 schrieb sie 5 Rezensionen für das NRC Handelsblatt, was man mit der FAZ vergleichen kann. 1992 traf sie ihn in Aachen bei einer Lesung von Zwischenbilanz. Sie wirft ihm vor, die Blutdurst der Wehrmacht zu wenig zu betonen, wenn er seine Zeit als Flakhelfer schildert. Hätte unser einer da sofort die Stirn gerunzelt, ja, Flakhelfer, ja, also das ist doch was anderes als SS, ja. Aber De Bruijn erklärt ihr ganz ruhig seine damalige Lage. Auch der Vergleich mit Christa Wolffs Kindheitsmuster pariert er gefasst mit der Bemerkung, dass sie, also Christa Wolff, ein viel gläubigeres Mädchen gewesen sei und dass es ihm damals gelungen sei, sich in sich selbst zurückzuziehen, was ihm auch später in der DDR geholfen habe. Auf die Frage, wieso er nicht in den Westen gegangen sei, bezieht er sich auf sein Verantwortungsgefühl, doch etwas für seine Leser zu bedeuten. Fliehen hätte er als Verrat der Leser betrachtet. Durch seine wenig heldenhafte Lebensgeschichte könne das Publikum sich mit ihm identifizieren. Deswegen halte man sehnsüchtig Ausschau nach der Fortsetzung seiner Biografie. Dass die Rezensentin dazu nicht gerechnet werden muss, macht sie 1,5 Jahre später klar, wenn die niederländische Übersetzung von Zwischenbilanz unter dem merkwürdigen Titel Verschoven Stadt, verschobene Stadt, ja, erscheint. Sie wirft ihm erneut vor, nur über die Sachen offen zu reden, die er selbst aussucht. Seine Zeit in der Wehrmacht müsse fast eine Idylle gewesen sein, denn er werde ja für die Kulturabende in die Offiziersmesse eingeladen. So bekomme der Leser den Eindruck, dass die Wehrmacht lediglich aus zivilisierten Herren bestand. Er hege den Mythos der bösen SS und der guten Wehrmacht. Er hätte sich weniger auf seine Liebeleien konzentrieren sollen und mehr auf die Gräuel des Krieges. Ihre Schlussbemerkung: Die Erinnerungen in Verschovenstadt haben den heiteren Ton von jemandem, der völlig auf seinen kritischen Geist und analytischen Verstand vertraut. Dass diese Fähigkeiten auch ganz nützlich sind, um einer allzu harten Außenwelt gegenüber Distanz zu wahren, dessen ist sich der Verfasser nur halb bewusst. Da kann ich nur sagen, ne? Hat sie je etwas aus der russischen Literatur gelesen? Ne? Also meines Erachtens stuft sie De Bruijn viel zu naiv ein. Es ist leicht, seine Überlebensstrategie zu kritisieren, während man selber sich keine ausdenken musste, weil man nie von der Geschichte so gebeutelt wurde.
Einige Monate später veröffentlicht der Berlin-Korrespondent der Zeitung Trau, Wim Boving, ein seitengroßes Interview mit de Bruyne, den er gerade in dessen abgelegenen Haus besucht hatte. Er erwähnt die oben niederländische Kritik, die im Gegensatz zum Lob in Deutschland steht, hebt jedoch hervor, dass die Distanz, von der de Bruyne lebt, ihm vor manchem deutschen Greuel bewahrt haben. Boving akzeptiert den anderen Blickwinkel de Bruyns, dass seine Generation in dieser Hinsicht bis zum Ende des Krieges Kinder blieben, obwohl die Entbehrungen und Gefahren uns früh reif machten und unsere Sprache und unser Benehmen das von erprobten Soldaten war. Er versuche die Normalität einer Jugend zu beschreiben, trotz allem Abnormalen. Auch er stellt die Frage, wieso de Bruyne nicht in den Westen gegangen sei, und bekommt die Antwort: Ich wollte meine Mutter nicht zurücklassen oder bestimmte Frauen. Ausschlaggebend war, dass ich diese Umgebung nicht verlassen wollte. Ich fürchtete, dass meine schriftstellerische Tätigkeit hiervon abhing. Ich fürchtete, entwurzelt zu werden. Da könnte man einen sehr schönen Vergleich zu Bobrowski machen. Im Gegensatz zu einigen kritischen Stimmen in den Niederlanden stehen eine lobende Kolumne des Schriftstellers Koos van Someren. Und die erschien jahrelang, also wirklich 8, 9 Jahre oder so, auf der ersten Seite von der Volkskrant. Also das wäre so zu vergleichen mit der Süddeutschen Zeitung. Ja? Und Koos van Someren, der die sorgfältige Ironie de Bruyns eine Lust zu lesen nennt. Und weiter gibt es noch eine positive Rezension des Belgiers Erik de Smet. Und er hebt hervor, dass de Bruyne keine Selbstkritik scheue, dass sein Stil lebhaft und klar sei. Seine Jugenderinnerungen seien ein faszinierendes Stück Geschichtsschreibung aus der Perspektive des kleinen Mannes. Kommen wir zum Schluss. Die Rezension von 40 Jahren. Das Buch wurde viel mehr besprochen als die anderen Werke. Die einzige negative Rezension stammt von Odile Jansen, die tut, als ob sie die DDR sehr gut kannte, aber die Stasi-Mitarbeit von Christa Wolf und Sascha Andersson ohne mit der Wimper zu zucken über einen Leisten schlägt, was nun wirklich nicht zutrifft. Die Ironie de Bruyns sorge dafür, dass das Buch irgendwie leer und blass wirke. Seine spöttische Selbstkritik beruhe auf eine teilweise Verneinung der Realität vor 1989, die zwar grotesk, aber alles andere als zum Lachen war. Alle anderen Rezensenten dagegen sind sehr positiv über die Autobiografie. Sogar die kritische Anne-Rieke de Jong in NRC Handelsblatt. De Bruyne umgehe die unangenehmen Erinnerungen nicht, im Gegenteil. Er suche sie gerade auf und so errege er bei ihr ein gewisses Mitgefühl. Sie wiederholt zwar ihre Kritik auf Zwischenbilanz, aber jetzt sei er aufrichtiger Erwachsener. Weil der zaudernde Held ein Durchschnittsmensch ist, ist dem, in dem der Leser sich schon rasch erkenne. Alle anderen, mich inklusive, loben de Bruyns Ehrlichkeit. Der Feuilletonchef der populären Zeitung Algemeen Dagblad, Vergleich mit Die Welt, der schreibt, er wusste, was er tat und unterließ und hat sich getraut, das aufzuschreiben. Wenige mit einer politisch gefärbten Vergangenheit, wo immer auch, werden die Courage haben, das so ungeschminkt zu tun. Willem Wanzink beschreibt de Bruyns Leben als Versuch zu überleben auf der Bruchlinie von Anpassung und Distanz. Seine Reflexionen über die Geschichte der DDR seien eine Wohltat. Wenn man die Beschreibung des 17. Juni 1953 liest, rieche man fast den Pulverdampf. Ich selbst las das Buch, als ich in Berlin lebte, und hatte bereits seine Selbstentlarvung als ungeschickter Stasi-Mitarbeiter im Tagesspiegel gelesen. Ich fand es damals die einzige richtige Art, die Vergangenheit zu bewältigen. Ne, also die Flucht nach vorn, selber ankündigen, dass man was gefunden hat, was man also als unangenehm betrachtet.
Der Schluss meiner Rezension in deutsche Bücher: Man wünschte sich, mancher Spitzelschriftsteller hätte den Mut zu einem solch offenen Bericht gehabt. All das wird kurz und bündig erzählt, ist flott und manchmal faszinierend zu lesen. Und da de Bruijn eben kein Held, keine Ausnahme war, außer durch dieses Buch, gibt sein Lebensbericht ein sehr gutes Bild des Lebens in der DDR. Wenn die DDR nicht mehr sein wird als eine Erinnerung aus fernen Zeiten, wird man froh sein, dass es dieses Buch gibt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und da sehen Sie, dass es also wirklich das biografische Werk mehr geschätzt wurde als das literarische Werk. Aber als ich selber für meine Huckel-Recherchen in Wilhelmshorst und so weiter rumradelte, um die Häuser von Huckel zu suchen, und da gibt es ja 3 Häuser von Huckel, da traf ich dann einen Menschen, den ich fragte, ey, wo ist denn die in die Straße? Und da fragte er, was machen Sie denn? Und dann sagte ich, ja, ich suche das und das Haus von Huckel gelebt. Ach, das hat de Bruijn doch alle schon beschrieben. Also für die Leute aus der DDR hat er wirklich damals einen Schatz von Wissen, literarischer, Kulturgut für alle zugänglich gemacht. Und das wird seine große Leistung gewesen sein für die Leute von da. Und das werden die auch in 100 Jahren schätzen. So, damit schließe ich meinen Vortrag definitiv ab. Ich danke. Ich hoffe sehr, dass Sie bald wieder mit dem Fahrrad durch die Mark Brandenburg. Auf Ihre neuen Entdeckungen freuen wir uns schon. Lieber Herr Nason, danke für das Schipperen, sowohl für das Wort als auch die Tätigkeit. Ich denke, das ist ein neues Hobby von uns allen. Tatsächlich für die Einblicke und die Kritik der Rezeption auch und die Einblicke, die Nebenbemerkung aller neuen Eindruck von dem Kulturbetrieb in den Niederlanden. Vor allem aber für Ihren Schlusssatz, der ja doch eine Perspektive aufmacht, was wir sozusagen über Günter de Bruijn aus der DDR erinnern können. Ganz vielen Dank. Jetzt habe ich, um gleich wieder Platz zu machen für eine neue Perspektive, Ehre und Vergnügen, unseren letzten Referenten für heute Morgen vorzustellen, Professor Owen Evans. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, auch gestern schon dabei waren aus der Ferne. Sie sind jetzt Professor für Film im Media Department der Universität Edsel in Omskirk. Zuvor an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz haben Sie gelehrt und geforscht, an der University of Bangor und der University of Swansea. Ich bin neugierig. Hinter Ihrem PhD in German Studies steht in Klammern Wales. Ist das vielleicht eine noch besonderere Sicht auch auf Günter de Bruijn? Unter Ihren Forschungsgebieten, die zahlreich und breit sind, ist für uns besonders spannend alles, was Sie gearbeitet haben und noch aktuell arbeiten, zur DDR-Literatur und Film, European Cinema, zur Autobiografie, Forschung und Erinnerungskultur. Und von den vielen Publikationen würde ich gerne eine nennen, die genau zum Thema passt und grundlegend ist überhaupt für diese Zeit. Mapping the Contours of Oppression, Subjectivity, Truth and Fiction in Recent German Autobiographical Treatments of Totalitarianism. Sie haben aber auch, und das danke ich fürs Teilen vorab, ein persönliches Verhältnis zu Günter de Bruijn, eine persönliche Bekanntschaft. Und darauf, das zu teilen, sind wir natürlich auch besonders neugierig. Ich danke vorab auch für Ihren Titel Liebeserklärung an Günter de Bruijn. Lieber Herr Evans, schön, dass ich Sie heute zum ersten Mal sehen und hören kann. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben das Wort. Dankeschön. Das ist sehr schön von Ihnen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen dunkel hier ist im Raum, aber es sind dunkle Zeiten auf der Insel leider. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Also gleich am Anfang muss ich zugeben, dass was ich heute hier vorhabe, einem Liebesbrief in 3 Teilen gleicht. Ehrlich gesagt ist es eine sehr ich-bezogene Reflexion, aber der Schriftsteller selbst hatte auch ein sehr persönliches Engagement mit seiner Kunst. In Abseits zum Beispiel liest man, dass diese Liebeserklärung an die Landschaft um Beskow herum von einem verfasst wird, der auch ein wenig sich selbst beschreibt. Günter de Bruijn hat einen sehr großen Einfluss auf mich und meine Karriere gehabt. Seitdem ich 1987 Preisverleihung und dann 1989 Märkische Forschungen gelesen habe.
Das Thema meiner darauffolgenden Doktorarbeit war mir also früh schon klar, selbst wenn sich die genaue These erst später gefunden hat. Und das Thema? Günther de Bruyne. Leider war ich dem Autor eine Zeit lang ein bisschen untreu, weil ich 2011 Germanistik aus pragmatischen, familienorientierten Gründen dem Rücken zuwandte, um mich hauptsächlich mit Kino zu beschäftigen, was mir ehrlich gesagt schwer fiel. Nach der Brexit-Katastrophe, die mein Leben in den 4 langen Jahren überschattet hat, bin ich jetzt gefasst, wieder ein Freund der deutschen Literaturgeschichte zu werden. Germanisten wird man in Großbritannien brauchen, denke ich mir. Und hier steht eine, schon bereit und willig, der eine Rolle als Filmdozentin spielt, wofür er völlig ungeeignet ist. Ein bisschen wie de Bruyne als Dorflehrer in Havelland vielleicht. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber de Bruyne ist mir allgegenwärtig und deshalb wichtig geblieben. Ich habe seine Bücher ständig gekauft und gelesen und wieder gelesen. Und ich bin Ihnen, liebe Frau Dr. Lund, äußerst dankbar, dass Sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, meine Treue an Herrn de Bruyne wieder zu beweisen. Er wird uns allen fehlen. Aber genauso wie er andere, besonders meist vergessene Dichter wie Fouquet oder Schmidt von Werneuchen am Leben erhalten hat, so werden wir es tun mit ihm, wie diese Konferenz und die anschließende Ausstellung es tun. Also, Teil 1, Persönliches. Was ich immer an de Bruyne geschätzt habe, ist der freundliche, persönliche Ton seines Schreibens. Und so war er mir auch gegenüber, freundlich und persönlich, als ich ihn zweimal 1993 als Doktorand traf, scheu und nervös, wie ich war und immer noch bin. Das erste Mal bei einer Lesung in München, das zweite in seiner Wohnung in Berlin. Die Lesefreuden, die seine Aufsätze besonders dem Leser bereiten, sind mir kostbar. Es ist, als ob man im Gespräch mit ihm sei, dem geduldigen Lehrer, der seine Liebe auf die deutsche Literatur überhaupt und zumal die aus Berlin und der Mark Brandenburg mit mir, dem scheuen Lehrling, teilen will. So fiel es mir ja ein, 1992 in München, wo ich die Sammlung Lesefreuden gefunden, gekauft und immer wieder sorgfältig gelesen habe. Die Aufsätze haben mir dann gezeigt, dass sie ja auch ein Training im Ich-Sagen waren. Und zwar zur Entstehung einer Erzählung hat er selbst in Zusammenhang mit den märkischen Forschungen aufgestellt. Ich zitiere. Ist man bereit, auch Landschaftserlebnisse, Bildungserlebnisse, Leseerlebnisse zu Begriff Erlebtes zu schlagen, ist alles an der Erzählung erlebt. In diesem Sinne könnte man sogar kühn behaupten, jedes Werk der schönen Literatur ist Autobiografie. Und damit hatte ich meine eigene These entdeckt, nämlich, dass die Romane sowie das Jean-Paul-Buch und die Aufsätze nach dem Hohlweg eine Art Training mich sagen wirklich waren. Wie ich aber jetzt bemerke, kann diese lebenslange Übung auch von therapeutischer Bedeutung betrachtet werden. Und deswegen hat mein gegenwärtiges Interesse an der Verbindung zwischen Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden, was wir auf Englisch als Well-Being schreiben, mit meiner Liebe zu de Bruyne schon angefangen hat. Dieser Well-Being-Begriff ist mir erst neulich in diesem Zusammenhang bekannt geworden, aber mehr dazu in Teil 3. Seine Wanderungen durch die märkischen Dichtergarten waren mir genauso wichtig, wie die von Fontane für ihn waren, indem sie mir eine reiche, facettenreiche Literaturlandschaft aufdecken, auf die ich als Student nur flüchtig gestoßen bin. An der Universität von Swansea haben wir eher gegenwärtigere Literatur studiert, obwohl ich primär die wenigen Kurse über ältere Literaturepochen gewählt habe. Trotzdem waren viele beträchtliche Lücken in meinem Gewissen noch geblieben, die gestoppt werden mussten. In diesem Sinne waren de Bruynes Aufsätze also nötige Bildungs- und Leseerlebnisse, die mich so zum Lehrling gemacht haben, was mir besonders zugute kam, als ich 1994 selber Dozent geworden bin. Unterrichtet hat mich de Bruyne auch durch den Drang nach Wahrheit, der sein ganzes Werk nach dem von ihm als misslungen beurteilten Debütroman gestaltet hat.
Durch Arno Zweigs Grischer-Roman sowie Thomas Manns Tonio Kröger hat der werdende Schriftsteller Vorbilder in Sicht, die ihm zeigten, wie der Künstler seine Arbeit durchführen sollte. Wie er sagt, je ehrlicher und vollständiger der Künstler sich selbst gibt, desto tiefer wird die Wirkung sein. Das stimmt aber ebenfalls für Literaturwissenschaftler, was mir de Bruyne durch seine sorgfältigen, ausführlichen literarischen Forschungen vor Augen geführt hat. Immer wieder liest man in den Aufsätzen von bestimmten sogenannten Experten, denen die verlangte Objektivität fehlen. Ob Wolfgang Harrich, ob Arno Schmidt zum Beispiel, die zu stark widersprüchlichen Interpretationen von dem anonym erschienenen Buch Dinosaurier gekommen sind. Wie de Bruyne nicht ohne Ironie bemerkt, dass die Interpreten zu so ungleichen Ergebnissen kommen, liegt daran, dass sie die gleichen Methoden verwenden, die parteiische Einseitigkeit. Legt man die Flächenbilder der beiden Einäugigen zusammen, ergänzen sie einander zu einem plastischen Ganzen, an dem erkennbar wird, dass der Widerspruch zwischen den beiden Interpretationen nicht durch sie erzeugt wird, sondern durch ihren Gegenstand. Er liegt im Werke selbst. Wie wir alle wissen, hat die gleiche parteiische Einseitigkeit Harrichs Jean-Paul-Buch verzerrt, indem er nur jene Romane in seiner Studie benutzte, die das Revolutionäre an Jean-Paul aufdecken, und deswegen ignorierte, wie der Autor später eher reaktionäre Züge zeigte. Im Vergleich dazu hat das de Bruynes Liebe zu Jean-Paul überhaupt nicht beeinträchtigt, vielmehr gestärkt. Ganz im Gegenteil, wie er in seinem Jean-Paul-Buch betont, wie jedes bewegte Leben wird auch das Seine voll von Widersprüchen sein. Voll von Widersprüchen auch sein Werk. Darin liegt dessen Größe, dessen Grenze, dessen Schönheit und Faszination. Jede Interpretation bewegt sich hier auf doppeltem Boden. Schnell ist sie eingebrochen. Nur wer wenig weiß oder absichtlich viel übersieht, kann mit der Geste der Gewissheit auftreten. Als Wissenschaftler habe ich diese Lektion nie vergessen und habe also danach gestrebt, die möglichen Unebenheiten eines Textes zu schätzen, aber auch meine Unwissenheit anderen gegenüber zu gestehen, auch Studenten. Ich habe immer an de Bruyne geschätzt, wie er ständig seinen Forschungsgegenständen ehrlich gegenüberstand. Seine Objektivität hat er nie einer Einäugigkeit geopfert, egal ob er über seinen beliebten Jean-Paul oder Fontane schreibt. Wie er zugibt, mit Fontane zu leben, heißt mit Widersprüchen zu leben. Deswegen kann er Fontanes Wanderungen lieben, ohne dass er ab und zu einen leichten Tadel verstecken muss. Zumal, wenn er vom fahrenden Ware spricht, der seine Vorurteile Teilen der Mark Brandenburg gegenüber wegen einer vermutlichen Geschichtslosigkeit nicht ablegen konnte. Ich zitiere: Auf dem Kutschbock sitzend, den Hufschlag und das Knirschen der Rede im Ohr, zieht die Landschaft vorbei, wie von Weitem gesehen. Das Kleine, das Fußgänger am Wege finden, kommt nur selten ins Bild. Es interessiert Fontane auch nicht. Nicht zu Goldkäfen oder Binsen ist er unterwegs, sondern zu Herrensitzen, auf denen das Vorfahren empfiehlt. Denn Fontanes Vorliebe für die Geschichte des Adels und des absolutistischen Preußen bestimmt der Ton und Details von den Wanderungen, die viele spürbare Lücken hinterlassen, die de Bruyne später mit seiner ausführlichen Essayistik über die märkische Schreibwelt wieder schließen würde. Seine Objektivität und Fairness den Texten und Schriftstellern gegenüber und seine Fähigkeit, weder Jubelschreie noch Trauergesänge zu übertreiben, machten ihn das beste Vorbild für mich als Akademiker. Er war immer bedacht, die Kraft und Schönheit von Literatur niemals zu beeinträchtigen, indem er den Lesern zu ihren eigenen kritischen Einschlüssen ermuntert. In diesem Sinne war er doch eher ein Freund der Literaturgeschichte als Literaturwissenschaftler. Denn wissen wir hier alle, dass de Bruyne eine Gefahr in beruflicher Literaturkritik identifizierte. Zitat: Da aber die Wissenschaftler die Literatur verwalten, schieben sie sich gern zwischen das Buch und die Leser, fördern zwar Wissen, mindern aber die Wirkung. Manche Interpretation wirkt wie eine Warnung vor der Unmittelbarkeit des Kunsterlebnisses.
Selbst wenn er mit dieser Bemerkung in Wirklichkeit die ideologische Benutzung von Kultur in der DDR in Gedanken hatte, kann es doch oft auch stimmen. Eine solche Störung habe ich niemals bei meiner De Bruyne-Lektüre erlebt. Einfach nur einen immer wiederholenden reinen Genuss. In De Bruyne's Laudatio bei der Verleihung des Konrad-Adenauer-Preises hat Wolfgang Schäuble des Autors unerbittlich strenge Wahrheitsverpflichtung gegenüber sich selbst betont. Aber dieselbe Haltung formte die literaturwissenschaftlichen Werke auch. Teil 2. Von Kultur, Nation und Heimat lieber. Leider haben wir schon viel über die Themen gehört, aber naja. Während der Wendezeit war dieselbe gedankenvolle, ausgewogene Wahrheitsverpflichtung auch in den verschiedenen Essay-Sammlungen unverkennbar. Schäuble hat wohl nicht übertrieben, als er De Bruyne ein Schriftsteller der deutschen Einheit beschrieben. Mit seinen zu Zeiten der deutschen Teilung entstanden Werke so sehr wie mit denen, die nach dem Herbst 1989 geschrieben wurden. De Bruynes Glauben an der Kulturnation, die alle Deutschen statt der Teilung vereinte, war eine äußerst wichtige Bestandsaufnahme mitten im verdrießlichen Literaturstreit, selbst wenn es damals vielleicht ein bisschen idealistisch klang. Aber seine Essayistik lieferte den Beweis, dass dieser Glauben an ungestörte kulturelle Bindungen authentisch und zweifellos ehrlich war. Wie er in so viele Länder, Ströme und Sitten schreibt, führte mir meine lebenslange Beschäftigung mit der deutschen Geschichte und Literaturgeschichte die Künstlichkeit der 1945 gezogenen Grenze ständig vor Augen. Eine Beschäftigung, die Texte vielsagend in diesem Zusammenhang über Theodor Storm, Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Arnold Zweig, Heinrich Böll, Martin Walser und sogar Karl May unter vielen, vielen anderen neben den beliebten Jean-Paul und Fontane einschließt. Wenn man die Fülle seiner literaturwissenschaftlichen Ausgaben betrachtet, ist man von seinem enzyklopädischen Wissen erstaunt, das weitaus viel mehr als nur das Kulturerbe des Märkischen Dichtergartens hineinschließt. Deswegen war der Aufsatz Jubelschreier Traugesänge nicht nur ein wichtiger Beitrag zu der damaligen Debatte, was von der DDR-Literatur bleiben sollte, sondern auch ein tief empfundenes Plädoyer für gegenseitiges Verständnis unter Deutschen, die seiner Meinung nach kulturell, sprachlich und geistlich niemals entzweit wurden. Wie mein Kollege Dennis Tate, der als erster in Großbritannien über De Bruyne schrieb und mir als geschätzter akademischer Wegweiser gedient hat, es so schön aufdrückte, De Bruyne's anti-dogmatic liberalism rapidly took on more distinctive personal features as he began to talk more openly about the importance of religion in his life, not least as a means of explaining his special sense of affinity with Heinrich Böll and about the Mark Brandenburg as his Heimat in a far more profound sense than the artificially created GDR could ever have been. Der fehlenden Dogmatik wegen sowie die baldige Veröffentlichung von seiner Autobiografie Zwischenbilanz, die starke kritische Resonanz fand, haben offensichtlich dazu beigetragen, dass De Bruyne vielleicht wider Willen zur gesamtdeutschen Konsensfigur, so Ulrich Ballung, wurde, wie Schäuble angedeutet hat. Seine ruhigen Gedanken über die deutschen Befindlichkeiten damals waren wichtig, indem sie einen sensiblen Kurs zwischen den Fronten gesteuert haben. Nie ist er einer DDR-Nostalgie erliegen, die er zwar verstand, aber kritisch war er auch dem Westen gegenüber, wo es verlangt wurde, wie Schäuble in seinem Laudatio betont hat. Dieselbe Stellungnahme ist im Titelaufsatz der deutschen Zustände zu beobachten, der 1999 geschrieben wurde und De Bruynes ideologische Konsequenz wieder betont. Ehrlich gesagt, obwohl ich damals sehr glücklich war, die positiven Rezensionen für Zwischenbilanz zu lesen, nachdem Kritiker wie Radatz und Reich-Renitzky ihn früher als Trivialliteraturautor abgelehnt hatten, kam mir Frank Schirmachers Begutachtung in der FAZ trotzdem ein bisschen verdächtig vor. Nach seiner scharfen Kritik an Christoph Wolff hat Schirmacher De Bruyne als einer der wichtigsten Schriftsteller unserer Zeit und sein Buch als erstes, das nicht nur der geteilten, sondern der gesamtdeutschen Literatur zugeschlagen werden kann, geschrieben. So wichtig mir das Buch war und bleibt, klang dieses Urteil und klingt immer noch,
wie ideologische Instrumentalisierung. Es wundert mich kaum, dass de Bruyne sich allmählich aus dem Rampenlicht schlich, um in aller Ruhe auf dem Lande zu schreiben und sich seiner starken Heimatliebe zu widmen. Im glücklichen Abseits. Was aber nicht bedeutet, dass sein Blick nicht dem ganzen Deutschland auch immer noch galt. Wie er es so schön in seinem Aufsatz der Künstler und die anderen formuliert, gerade das Konkrete, individuelle Zeit- und Ortsgebundene kann einer Geschichte die Genauigkeit und Stimmigkeit geben, die sie exemplarisch macht und damit nacherlebbar, auch in anderen Ländern, auch in späteren Zeiten. Denn immer ist Gegenstand der Literatur der Mensch und ihr Hauptthema der Einzelne und die Gesellschaft. Meiner Meinung nach stimmt das auch für alle literaturwissenschaftlichen Veröffentlichungen de Bruynes, die aus derselben Mischung aus Konkretheit und Individualität bestehen. Und zwar, obwohl die Wichtigkeit der Bände wie Jubelschreie, Trauergesänge, deutsche Zustände und Unzeitgemäßes zu der Zeit Anerkennung fand, wenn man sie heute wieder liest, ist deren andauernder Wert im 21. Jahrhundert wegen des immer wiederholenden Appells zur Toleranz so bemerkenswert und willkommen. Wenn man die Wiedererscheinung von Rechtsextremismus oder die Flüchtlingskrise im Sommer 2015 bedenkt, tut de Bruyne sanfte Stimme gut und provoziert zugleich. Nicht nur in Deutschland. Wenn er 1999 in deutsche Zustände im Zusammenhang mit Preußen von notwendiger Toleranz spricht, bietet er die Mark Brandenburg als wichtiges kosmopolitisches Vorbild für ein postnationales Europa. Ich zitiere. Doch wurde trotz aller Widerstände der Lernprozess erfolgreich durchlaufen. Vielleicht, weil die Mark Brandenburg selbst im Mittelalter durch Einwanderung entstanden war. Die Märke, die nicht wie die Hessen oder die Bayern Stammesverwandtschaft verbunden hatte, waren ursprünglich selbst als Landfremde aus verschiedenen Gegenden gekommen. Die slawischen Einwohner waren ihre Nachbarn gewesen. Immer wieder waren Fremde hinzugekommen. Nicht nur in Deutschland kann man diesen Aufsatz lesen, ohne sich an den Sommer 2015 zu erinnern. Für mich als Brite, eher gesagt als Verleser, fühle ich mich von diesen Worten gezwungen, beschämt an die Tage nach dem verhängnisvollen EU-Volksentscheid im Jahre 2016 zu denken, als Ausländerfeindlichkeit wieder offenbar in meinem Land zu spüren war, auch in Wales. In einem Gespräch mit Ingo Herrmann drückt de Bruyne sein Glauben an eine kulturelle Identität der Europäer, die aber die nationale und regionale nicht auslöschen, sondern überformen soll. Kulturell im weitesten Sinne muss Europa vielseitig bleiben. Die Identitätsfindung muss über die kleineren Einheiten, die Regionen, die Bundesländer laufen. Seine Worte haben seitdem viel stärker an Bedeutung gewonnen, als auch er selbst 1995 vielleicht hätte erwarten können. Zumal stimmt das in einem Europa, das sich mit den Nachwirkungen der heutigen Pandemie und den noch vorhandenen internen und externen Spannungen zwischen Ländern, Regionen und Nationen ringen muss, besonders innerhalb der EU, der wir tragischerweise nicht mehr gehören. Es wundert mich nicht, dass sich de Bruyne allmählich den Erwartungsdruck, als gesamtdeutschen Beobachter betrachtet zu werden, wohl entziehen wollte, um sich danach seiner Heimatliebe zu widmen. Im Hinblick auf ein Jahrzehnt des wiedervereinten Lebens in der BRD beschreibt er in deutsche Zustände verständnisvoll, wie selbstverständlich schwer das Zusammenwachsen gewesen ist. Er strebt nach einer gegenseitigen Versöhnung, indem er sorgfältig die Klagen auf beiden Seiten erläutert. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass es aus persönlicher Sicht gar nicht so einfach war, in der DDR gespalten zu leben. Danach aber, so gepriesen von Schirmacher und Schäuble etwa, kann ich mir vorstellen, dass das Gefühl, dieses Mal in dem vereinten Deutschland wieder gespalten zu leben, als mutmaßliche Konsensfigur und freischaffende Schriftsteller zugleich, ihm ein bisschen Unwohlsein gewesen muss. In Wirklichkeit hatte er einfach nach seiner Ruhe gesehnt.
Das Kapitel in 40 Jahren, in dem er die Entdeckung des Verfallenhauses in der Nähe von Gersdorf als erträumten Rückzug beschreibt, deutet vielleicht auf diese Richtung hin. Zitat: Waldeinsamkeit ist mir nie unheimlich gewesen. Immer waren es Menschen, die mich erschreckten. Denen war ich nun ausgewichen. Ich war, dachte ich, in die Emigration gegangen, ohne das Land, das mich hielt, verlassen zu haben. Dem Staat war ich auf seinem Territorium entflohen. Hier würde es mir besser gelingen, die Zensur beim Schreiben aus meinem Bewusstsein zu tilgen. Hier konnte ich, wenn ich das Land selbst bebaute, mit geringem Einkommen mein Auskommen finden, war also weniger auf Veröffentlichung angewiesen. Dass der Rückzug in Wirklichkeit keine Wahl ist, schön ironisch in typisch der Brünnscher Art geklärt, weil er gleich nach seinem Umzug aufs Land von russischen Soldaten gestört wurde, was aber auch das spätere Eindringen der Stasi in seine entlegene Idylle andeutet. Wenn man aber abseits liest, kann man unbedingt in den liebevollen, detailreichen Beschreibungen des landschaftlichen Charakters der Mark Umbescu eine wunderbare Erleichterung spüren, als ob ihm der Rückzug diesmal doch gelungen wäre. Ich hoffe es zumindest. Als Schriftsteller sich mit der Wahlheimat beschäftigen zu wollen, heißt aber weder provinziell noch trivial noch irrelevant zu werden. Genauso wie de Bruyns Veröffentlichung immer Kommentare zu Gegenwärtigem beinhalten, gespalten zu leben in Bürdeins Esel und Preisverleihung oder die Unreformierbarkeit der DDR in Neue Herrlichkeit, so muss sein weiteres literaturwissenschaftliches bzw. heimatorientiertes Werk auch betrachtet werden. Marc hat das auch sehr schön formuliert früher. In diesem Sinne ist sein Jean-Paul-Buch vorbildlich, in dem zum Beispiel literarische Zensurmaßnahmen in allen Situationen scharf kritisiert werden. Aber auch, wie schon erwähnt, ist sein Appell zur Toleranz und gegenseitigem Verständnis, auch nicht nur zwischen Ost und West, ein unüberhörbares und zeitloses Leitmotiv seiner gesamten Essayistik. Und zum Schluss Teil 3. Wohlbefinden, Wellbeing und was die Waliser Knevin nennen. Zu Recht hat Wolfgang Schäuble auch die Wichtigkeit von Heimat und Wurzeln, die prägen und Halt vermitteln, in de Bruyns Werk hingewiesen, was der Leser in der Zwischenbilanz fast auf jede Seite spürt, so Schäuble. Aber nicht nur da. Man spürt auch in jedem Aufsatz, dass de Bruyn in seiner Heimat wirklich sich selbst sein kann. Solche Bindungen in einem Ort zu fühlen, hat wegen der harmonischen Ineinanderwirkung von Natur und Kultur, wie er es abseits so schön ausgedrückt, eine positive, wenn sogar therapeutische Wirkung auf Individuen und Gemeinschaften. Dass die Natur dem Wohlbefinden eines Menschen doch hilft, ist nichts Neues. Aber in letzter Zeit werden der gesundheitsfördernde Nutzen von Kunst und Kultur auch viel besser verstanden, wie der im November 2019 veröffentlichte Bericht der World Health Organization beweist. The report finds evidence of the contribution of the arts to the promotion of good health and the prevention of a range of mental and physical health conditions, as well as the treatment or management of acute and chronic conditions arising across the life course. The arts can be cost-effective solutions since they can frequently draw on existing assets or resources. Erst jetzt erkenne ich selbst, dass meine Doktorarbeit vielleicht auch de Bruyns Werk aus dieser Wellbeing-Perspektive her hätte betrachten können, weil ich postuliert habe, dass die Reklamierung seiner Biografie durch Fiktion nach dem misslungenen Bullweg eine Art therapeutische Praxis für ihn war. Und wenn de Bruyn schreibt zum Lob der Denkmalpflege, ruft er wohl unwissend einen walisischen Begriff hervor, Knevin nämlich, was diesem Waliser besonders gefällt. Ich zitiere: So wie verwahrloste Orte die Verwahrlosung ihrer Einwohner fördern, so erschweren Geschichtslose das Heimischwerden. Die Erhaltung von alten Häusern mit menschlichen Maßen oder von alten Siedlungsanlagen ist also Erhaltung von Menschlichkeit. Knevin ist schwer übersetzbar ins Englische, ähnelt aber Heimatgefühl auf Deutsch.
Es hebt die Wichtigkeit des Kulturerbes einer Gegend hervor, die ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gemeinschaft verursachen kann, weil jeder Ort und jedes Denkmal immer dazu gehörende Geschichte und Geschichten haben, die wichtige Verbindungen schaffen können. Genauso wie die Friedesdorfer Kirche, die Fontane so entzückt hat. Ich zitiere: Der Feldsteinbau war lebendig, ein historischer Organismus, der mit Generationen gewachsen war. Ein Abbild dessen, was wir Geschichte nennen. Und seine Details hielten Erinnerungen an viele einzelne Menschen der Vergangenheit wahr. An sie anknüpfend ließen sich Geschichten erzählen. Und danach hatte Fontane gesucht. Aus einer walisischen Perspektive fasst dieser Absatz eine Definition von reinem Knevin zusammen. In letzter Zeit sind bestimmte Knevin-fördernde Programme in arme Gemeinschaften in Wales eingeführt worden, deren positive Wirkung aus der Wiederherstellung eines Geschichtssinns und der Wiederentdeckung von Geschichten in diesen Gegenden stammt. In diesem Zusammenhang war also de Bruyne meines Erachtens wirklich bahnbrechend. Schon früh hat er die Verbindung zwischen dem Kulturerbe einer Gegend und menschlichem Wohlbefinden in Deutschland offenbart. Selbst wenn er sein Bemühen, vergessene Dichte neu zu entdecken und die topografische Geschichte der Mark Vandenberg zu beschreiben, vielleicht nicht in diesem Sinne verstand. Seine Arbeit in dem Märkischen Dichtergarten tat ihm sicher aus persönlichen Gründen wohl. Wenn man bedenkt, wie die Schäden der Covid-Pandemie zu überwinden sind und wie Gemeinschaften nach Ausgangssperren, soziale Distanzierung und weiteren Corona-Bestimmungen wieder aufgebaut werden können, würde ich den deutschen Behörden unbedingt de Bruynes kulturgeschichtliches Werk als Inspiration empfehlen. Bei uns hier wird die Verbindung zwischen Kultur und Wellbeing infolge eines 2017 veröffentlichten regierungsunterstützten Creative Health Bericht politisch gesehen jetzt einigermaßen akzeptiert. Letztes Jahr zum Beispiel als Antwort auf die Auswirkungen der Pandemie auf der Insel kam dazu der von der Heritage Alliance erfasste Heritage Health and Wellbeing Bericht, in dem betont wurde: A growing body of evidence has demonstrated how heritage, Kulturerbe, in particular, is beneficial for well-being. In diesem wichtigen Dokument wird besonders hervorgehoben, dass engaging with or living near heritage is associated with higher life satisfaction and quality of life. The research highlighted the therapeutic effects of historic landscapes and blue and green spaces, such as canals, rivers, and historic parks, and the importance of shared identity and connection. Meiner Meinung nach ein klares Echo von de Bruynes Gedanken. Heimatliebe und Denkmalschutz als mögliche gemeinschaftliche Heilungsmittel? Eine solche Erkenntnis wird de Bruyne kenne ja kaum überraschen. Wie wichtig das Kulturerbe einer Gegend für die Gemeinschaft und einem Menschen sein könnte, hat er schon seit langem postuliert und miterlebt, als er in seiner märkischen Schreibwelt gearbeitet hat. Es tut aber gut, dass andere und vielleicht jetzt auch die Instanzen, besonders jetzt in der Covid-Ära, den Wert von Kultur und Heimat im weitesten Sinne zum Wohl der Menschen anerkennen können. So wie Günther de Bruyne es vielleicht gewünscht hätte. Deswegen ist diese Ausstellung vielleicht auch wichtiger denn je. Vielen Dank. Bravo! Ganz vielen Dank. Oh, wie schön, Sie sind alle da. Das ist sehr schön. Herzlichen Dank, lieber Owen, für die zugleich historische und persönliche Erinnerung und vor allem diesen wunderbar abschließenden Appell an die heilende Kraft der Literatur und Kunst. Ganz kurze Rückfrage, sagen Sie uns nochmal dieses wunderschöne Wort und was es bedeutet. Wir lernen ja heute mehrere wichtige Begriffe in einer neuen Germanistik, glaube ich. Also, Knevin, sagen Sie es nochmal? Knevin, ja. C-Y, hang on. I want to get this right. C-Y-N-E-F-I-N. Okay. Und das heißt? Und das heißt so etwas wie Heimatgefühl. Ah ja. Aber sowas existiert nicht auf Englisch, es ist nur ein walisischer Begriff. Aber das für mich, wo ich
das walisische Wort gefunden habe, das für mich war das De Bruyne. Also Heimatgefühl, Heimatliebe und das Positive drin. Ja, wunderbar. Da war meine freche Frage am Anfang ja unwissentlich sogar berechtigt, dass es eine spezielle walisische Perspektive auf den De Bruyne gibt. Ich bedanke mich nochmal für diesen ganz großen Luxus, wie ich finde, dass wir heute Morgen sozusagen drei Außenblicke haben, die aber sie hatten alle auch einen Innenblick zugleich. Und ich denke, da ergeben sich unendlich viele Fragen. Ich danke Ihnen aber auch für dieses Ausloten zwischen Wahrheit und Funktion und wir haben gesagt, konkreten und individuellen und den wunderbaren Satz, er weiß, was er tut, Günther De Bruyne, in allem, was er tut. Damit darf ich mit dieser These Sie einladen zur Diskussion. Wer möchte denn, wollen Sie sich vielleicht gegenseitig sozusagen nochmal ins Wort fallen, Worte nachfragen, wenn die Referenten untereinander beginnen möchten? Wer immer. Und wir laden auch die Zuschauer herzlich ein. Sie können sich entweder dazuschalten lassen oder Ihre Fragen im Chat formulieren. Also, the floor is open. Wer möchte? Na, um anzuschließen an Herrn Evans, ne, diese Rolle, die er da hat, die Geschichte der, sagen wir mal, der Ureltern, der Leute von Brandenburg beschreibt, in denen er da so die Highlights raussucht, das ist, was sehr oft als Globalizing weltweit auch beschrieben wird. Also nicht Globalizing, sondern Globalizing, dass man also wirklich welthaft weite Prinzipien entdeckt im Lokalen und wie wichtig das ist. Das wird von vielen Leuten immer mehr betont. Auch jetzt mit dieser Diskussion um der schwarzen Kultur und so weiter, dass die auch ihre Roots entdecken, um mal ein englisches Wort zu nutzen. Und er machte das eben unabhängig von weltweiten Moden und so weiter, ne, für seine Welt, weil er selber seine Welt verstehen wollte. Und damit hat er so viele Türen geöffnet für die Leser, egal welcher Zeit, wie ich sagte, das wird man in 100 Jahren auch noch machen, weil immer wieder Leute wissen wollen, was ist hier geschehen, wo ich lebe. Ne? Und dann wird man zugreifen müssen auf solche Leute und nicht auf irgendwelchen trockenen Geschichtsschreibungen, die man sagt, mit Fußnoten alle 100.000, ne? Weil das liest kein Schwein, muss ehrlich so zu sagen. Aber eine Geschichte erzählen muss man können. Und das ist eben, was bleibt. Und ich habe das selber auch von Sebastian Haffner gehabt und damit greife ich auf Herrn Schweißiger zurück. Haffner ist ja auch von den Historikern erstmal verketzert worden. Ne? Das ist ja Journalismus und so weiter. Aber sein Buch 10 Anmerkungen zu Hitler war ein Eye-Opener, ne? Für, denke ich, mehr als eine Million Leute oder so und ist dann später auch zu einem Pflichtbuch für Schüler geworden. Und er kam eben mit dieser Außenperspektive als Juristen, der geflohen war vor Hitler, mit seinem Gefühl für, was ist richtig, ne, was ist wirklich Ehrlichkeit und so weiter, hat er eben dann eine neue Geschichte geschrieben und das auch eben dann später nochmal über Bismarck und so weiter. Das sind Leute, die wirklich die Geschichtsschreibung, die offizielle, in eine neue Richtung schieben. Und ich wette drum, wenn also in 20 Jahren oder so eine neue DDR-Forschung geschieht, ja, dass man dann auch wieder zurückgreift auf Leute wie De Bruyne und sagt, ey, was hat er denn eigentlich gemacht und wieso war das anders? Und ne, da denke ich wirklich, dass seine Rolle noch gar nicht ausgeschöpft ist. Ich würde sagen, ja, ich glaube schon. Das hat Mark auch beschrieben, glaube ich. Also diese nicht chronologische Schreiben, dass irgendwie die Geschichte so lebendig wird. Mhm. Das finde ich so, und weil ich so viel De Bruyne wieder gelesen habe in letzter Zeit, ist das mir ständig vor Augen erschienen, dass es Geschichte wirklich lebendig wird. Und das, für mich, das ist, was Carnarvon ist in Wales, dass eine Geschichte verloren gegangen ist, das wieder erfunden ist, wieder erfunden wird und dann neu erzählt irgendwie. So wie die Trilogie, die Preußen-Trilogie, die ich wunderbar fand und finde, immer noch. Aber sehr modern auch. Das war De Bruyne immer so als er wurde kritisiert, so als ein bisschen zu altmodisch.
fand ich, also damals, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Aber es ist schön, dass du ihn so als postmodern beschreiben hast. Das finde ich toll, wirklich toll. Ja, ich meine, das kam mir unmittelbar so in den Sinn. Und Sie haben jetzt beide auch gesagt, das fand ich ja ganz überraschend, dessen war ich mir gar nicht bewusst, dass seine literarischen Werke als trivial bezeichnet worden sind von gewissen Kritikern. Eine Kritik, die für mich völlig vorbeigeht an seinen Werken und die ich auch gar nicht begreifen kann, woher die denn kommen könnte. Können Sie vielleicht noch mehr dazu sagen? Haben Sie da noch mehr Hintergrundinformationen? Das war Radatz und Reich-Winitzki damals durch die Rezensionen von Preisverleihung. Also der Roman, der nach Brüderlein Sesel kam. Und Brüderlein Sesel habe ich immer ziemlich schwierig gefunden als Leser. Und ich glaube, das war eine Reaktion auf der Hohlweg. Das war so gemeint. Also der Hohlweg war so traditionell und Bildungsroman, aber Lückertchen, ja. Und Brüderlein Sesel war so, das war wirklich ein bisschen wie Nachdenken über Christi Tee. Also das, ich glaube, das war diese subjektive Authentizität-Periode. Ja. Und das war wirklich für mich als Germanistin, als Waliser, das war schwierig zu lesen. Preisverlangen war viel zugänglicher. Und ich glaube, die Kritiker haben das, also diese Erleichterung für die Leser irgendwie als trivial gefunden. Oh, okay. Also es war mit dem Stil verbunden irgendwie. Okay. Ja. Aber ja, ich stimme mit dir überein, das trivial ist denn nie gewesen. Ja. Es gibt so eine es gibt eine Tiefe in seinem Schreiben, glaube ich. Habe ich so immer gefunden. Sein Stil ist ja viel zu verschachtelt, viel zu gehoben, ausgefeilt, um Trivialliteratur sein zu können. Ja, wenn man das mit Drei-Groschen-Romane vergleicht, dann denke ich, Leute, die das lesen, die haken hier nach zwei Seiten ab, weil sie die Sätze nicht folgen können. Und man muss natürlich auch nicht vergessen, wer Radatz und Reich-Ranicki waren. Das sind ja super extraverte Leute und Radatz war einfach ein Gag, ja, also ein Dandy. Und der hat selber seine eigenen Roots in der DDR gehabt, die er also überhaupt nicht mehr wahrnehmen wusste. Und man hat das ja auch mit Renegaten, die werden dann oft strenger als alle anderen. Ne? Und ich habe da mit ihm auch versucht, über Huchel in Kontakt zu kommen, weil er ein paar Verrisse geschrieben hat in der Zeit, in den 70er Jahren, über die, die Nazi-Vergangenheit vieler Autoren, was also zum Teil stimmte, zum Teil aber totaler Unsinn war. Und da habe ich ihn also auch versucht, darüber in ein Gespräch einzuladen. Ne? Wie hast du jetzt, 40 Jahre später, darüber reflektiert? Korrektur von dem, was ich je gesagt habe, oh nö, das geht nicht. Ne? Also da hat einfach jede Kommunikation dann auch abgelehnt. Abgelehnt meine ich, weil er einfach nicht bereit ist, darüber normal, ne? Er ist eben einer, der für die breiten Titelköpfe geht. Ja? Und De Bruijn ist nun gerade ein introverter Mensch, ein total anderer Mensch, der nun gerade wirken im Kleinen und dann immer den Kreis größer ziehen. Und das ist, denke ich, was viel länger dauert. Ich wette darum, dass die Biografien von Radatz in 20 Jahren total vergessen sind. Kein Schwein will die noch lesen. Und ne, dass man aber immer noch dann sagt, ey, aber was du lesen solltest, ja, dann lies mal das. Ja. Und das ist dann eben, meine ich, ne, De Bruijn. Ne. Ja. Ja, das ist so, das denke ich auch. Ja, und Radatz hat ja im Gegensatz zu Reich-Ranicki nie zugegeben, dass er Fehler gemacht hat. Reich-Ranicki hat ja wenigstens noch mit Walser mal die Hand geschüttelt und so. Ne? Auch dazu gehört eine bestimmte Größe, um auch mal erkennen zu können, ich habe Fehler gemacht. Und De Bruijn wäre der Letzte, der sagt, dass er keine Fehler gemacht hat.
Er schreibt ja da gerade drüber. Und das ist nun eben etwas, wo ich denke, damit wird menschlich vorbildhaft. Und das ist auch der Grund, wieso die Adenauer-Stiftung ihn damals den Preis gegeben hat. Ich habe ja mit Frau Lehmann, weil Frau Lehmann hat die Reden geschrieben, zusammen mit Michael Braun, nicht der Herr Schäuble, aber Frau Lehmann hat ihn als menschliches Vorbild hervorgehoben. Hm. Und dann sage ich, ja, das finde ich völlig zu Recht. Danke. Ich würde, also keine Fragen vorwegnehmen, nur eine zwischendurch stellen, weil wir Sie jetzt hier als Fachleute auch für den Außenblick haben. Sie haben alle drei so wunderbar klar gemacht, dass, und so schön formuliert auch Sie, Herr Schweißinger, dass es Herr de Bruijn Zugänge schafft. Das haben Sie jetzt gerade nochmal wiederholt, Zugänge in die Historie, neue Zugänge, vielleicht auch in die Kulturlandschaft, in die Mark, in das Verständnis der Märkte. Also, und wenn ich jetzt die Frage nochmal umdrehen darf und Sie alle drei fragen, als begeisterte de Bruijn-Leser haben Sie sich entpuppt. Wenn es jetzt aber in Ihren Arbeitsbereichen sozusagen um die Vermittlung geht, würden Sie heute Ihren Studierenden oder wo Sie tätig sind, de Bruijn vermitteln können, was würden Sie aussuchen und wie? Sie haben ja schon angedeutet, Herr Niesen, deutsche Literatur in, sozusagen auf der anderen Seite der Grenze ist nicht der Hit, aber wie ist es im Universitären? Wie kann man de Bruijn vermitteln und welche Werke würden Sie aussuchen, wäre meine Frage. Und dann noch eine Randfrage, wie hat es sich mit den Filmen, die nach seinen Werken entstanden sind, kann man damit heute arbeiten? Das wäre noch sozusagen der mediale Überbau dahinter. Da bin ich einfach neugierig, wie Sie denken, wie sich das aktuell vermitteln ließe, ob und wie oder vielleicht auch zukünftig. Naja, also weil Sie mich fragen, ich bin ja nicht als Dozent der Germanistik tätig, sondern nur im reinen Management. Das ist eine Schande, aber ja, ist da. Wenn man keinen Job kriegt, muss man irgendwo leben. Ne? Und die Tatsache, dass also der Verein gesagt hat, ich muss das machen, macht gleich klar, welche Lücken inzwischen in der Germanistik in den Niederlanden von den Lehrenden. Es sind vielleicht noch 10 Lehrende. Ja? Und davon ist keiner, der etwas weiß von dem Dritten Reich. Und es gibt noch eine, die ich was von der DDR weiß, aber sie ist Dekanin, also auch Full Managerin, sage ich mal, und die macht auch nichts mehr in der Lehre. Alle anderen haben österreichische Literatur als Schwerpunkt. Ja, also DDR kennt wirklich keiner mehr. Und der Einzige, der also wirklich darüber schreiben könnte, der hat also auch einen Job im Ministerium gefunden und schreibt als Journalist jetzt interessante Bücher. Also da kann ich nur hoffen, dass der irgendwann mal was über die DDR schreibt. Aber lehren tut er auch nicht mehr. Also wenn Sie jetzt die Studenten fragen würden, keiner von denen würde, denke ich, einen DDR-Autor nennen können. Der Germanistikstudent in der Niederlande. Oh. Ja, und das ist also eine Tatsache, wo ich sage, ja Leute, wahnsinnig, wie das ausgewählt wird. Ich habe einen Professor gehabt hier in Nimwegen, der sagt, ich kann nicht doch meine Vorträge auch mal als Gratis-Vortrag bei euch auch noch mal halten. Ja? Und dann sagte ich, ja, ich habe ja die Literatur nach 45 als mein Lehrgebiet und ich mache Celan, Bachmann und Jelinek. Damit habe ich genug abgedeckt. Ja, da bin ich erstmal sprachlos gewesen. Ja? Und dann dachte ich auch, ja, dann ist Hopfen und Malz verloren. Ja? Okay. Danke. Für mich, also vor 10 Jahren, wo ich in Swansea war, habe ich einen Kurs über die DDR unterrichtet. Und da habe ich Preisverleihen benutzt. Weil dass man also Kompromisse, also so gespalten zu leben, kommt wirklich klar und deutlich in dem Roman vor. Und das hilft mir dann, den Studenten so diese Kompromisse, wie man mit Kompromisse leben musste in der DDR. Aber jetzt, wo ich ein bisschen Geschichte unterrichtet, also durch Film, würde ich so Zwischenbilanz benutzen, glaube ich. Weil man also, es gibt schon ein Interesse, ich glaube, über die Autobiografie. Und wie man persönliche Geschichten beschreibt.
Aber ich würde auch also die Preußen-Trilogie benutzen. Also wie man so diese Einzelschicksale, so wie Marcus beschrieben hat, also wie man so eine große Geschichte durch kleine Geschichte oder kleinere Geschichten erzählen kann. Ich glaube, also die Studenten, also hier in Media, die haben so ein Interesse an Geschichte und haben einen Geschichtssinn. Oder sie wissen, dass das ist eine Lücke in dem Wissen, glaube ich. Also dass wir so in einer Ära wohnen, wo geschichtliche Wurzeln, also bei uns vielleicht, ein bisschen verloren gegangen sind. Also Geschichte ist wichtig und De Bruyne als jemand, der eine Gratwanderung zwischen Geschichte und Literatur geht, dann ja, Zwischenbilanz oder die Preußen-Trilogie würde ich benutzen. Ja, super. Ja, für mich ist das also ich habe zwei Kollegen, die sich beide mit DDR-Literatur gut auskennen und DDR-Film. Die kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Nick und David. Ja, also ich bin nicht der Spezialist für DDR-Literatur. Ich würde unmittelbar spontan sagen, ach ja, märkische Forschung, das kann man gut verwenden. Aber das Problem ist schon, das ist aber ganz schön lang. Da muss man schon diskutieren, weil ich erinnere mich, vor 20 Jahren habe ich noch Thomas Mann den Zauberberg gemacht und ich schäme mich jetzt noch dafür, dass ich den Studenten 900 Seiten oder 700 Seiten zu lesen gegeben habe, weil es zu lang war. Heute diskutiere ich in erster Linie Novellen, weil Novellen, das ist noch eine verträgliche Länge. Der Vorteil bei De Bruyne wäre, wenn ich DDR-Literatur machen würde, aber ich würde es gar nicht, das Problem ist, ich finde, der Begriff DDR-Literatur, der im UK sicherlich eine Rolle spielt und überall immer noch diskutiert wird, grenzt das zu sehr ein. Man sollte jetzt doch versuchen, zeigen wir einfach mal beide Seiten. Warum nicht ein Seminar, wo man DDR-Literatur und westdeutsche Literatur miteinander in Verbindung bringt? Grenzüberschreitend darauf vorgehen. Da ginge De Bruyne, weil die Romane von der Länge her alle noch verträglich sind. Aber man muss dann auch Zeit haben. Nicht? Man muss dann auch wirklich ein Jahr haben, wo man sagt, okay, wir diskutieren 3 oder 4 Romane, 2 DDR, 2 westdeutsche Romane und sehen uns das mal an. Sonst ist das schwierig, weil viele unserer Studenten, ach, wenn man dann etwas sagt, ach, war Deutschland mal geteilt? Okay. Darf man nichts voraussetzen. Das ist einfach so. Voraussetzungen sind da, wie man in Deutschland, naja, Shakespeare werden sie schon noch kennen, aber wie man bei deutschen Studenten bestimmte Dinge nicht voraussetzen darf, darf man hier bestimmte Vorwissen auch nicht voraussetzen. Ja, aber daran anknüpfen, dicke Bücher kann man nicht mehr lesen lassen von Schülern, weil sie in ECTS und Wochenstunden rechnen und so weiter. Ne? Und dann ist Thomas Mann schon das ganze Pensum für ein Jahr oder so. Ne? So ein Schwachsinn. Ich würde also Freiheitsberaubung, das habe ich durch diese Recherchen erst gelesen, weil es ja übersetzt war. Und da dachte ich, das ist ja eine witzige Geschichte, wo man gleich die Mangelwirtschaft an der DDR zeigen kann. Diese Frau, die ja gezwungen wird, in einer Schrottwohnung zu wohnen und dann diesen Menschen da einsperrt, der also Parteifunktionär ist. Und wie sie dann am Schluss mit diesem Polizisten, der ihr eigentlich erzählen müsste, wo es lang geht und den Parteimenschen schon befreit, das wird ihr nächster Lover werden, ne? Das weiß man schon, also, weil sie sich so dann erhofft, über ihn dann endlich mal eine anständige Wohnung zu kriegen. Das könnte Leute wirklich eine Wohnung oder die Augen öffnen, indem man sagt, okay, ne, was ist das da für eine Regierung, die 40 Jahre lang sagt, du kriegst eine neue Wohnung? Weil das können sie sich nämlich vorstellen, wenn hier Schrottwohnungen stehen oder so und Hausbesatzer gibt es ja immer noch zum Glück, ne?
Und dass man seine Frau also selber dann Liebschaften anfängt, sich den Männern hingibt, um damit höher zu kommen. Damit können Studentinnen auch sich etwas vorstellen und mit diesen MeToo-Skandal und so weiter verknüpfen und so weiter. Also da hätte man dann gleich ein Bild, was nicht gerade schmeichelhaft für die ist. Und vielleicht, dass dann einer sagt, ey, der Typ schreibt gut, der hat Witz, ne, dann liest man vielleicht auch noch was anderes. Ja, gute Idee, ja. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Ja, die dicken Bücher muss man denen einfach sagen, das gibt es auch noch, dann kannst du immer noch lesen. Ne? Genau. Ja. Ähnlich wie der Tod in Venedig oder so, dann schmackhaft machen muss für den Zauberberg. Ja. So ist es, ja. So muss das gemacht werden, ja. Mhm. Und bei Bobrowski mache ich das auch mit zwei Gedichten, weil viele Gedichte sind ja viel zu schwierig. Ne? Und dann sage ich also eine Kurzgeschichte oder so von ihm und dann hoffen, dass die dann sagen, so, Levins Mühle wird jetzt gelesen, weil das ist viel spannender und ne, hat einen Humor und so weiter. Weil die Struktur von denen ist für die meisten Studenten so schwierig, dass da bräuchte er ein ganzes Jahr, um das zu erklären, ne, was da alles drin versteckt ist. Aber so eine Kurzgeschichte und zwei Gedichten, ein Liebesgedicht oder sowas, wow, was ist denn das? Ne? Und dann hat man die Leute. So habe ich selber den Huckel entdeckt. Da war auch nicht Teil unseres Curriculums, aber ich habe dann den Neuanfang, Stunde 0, 1945, also als Thema gehabt für meine Verteidigung des Kandidatenprüfung. Das würde man heutzutage als Bachelor sagen, ist aber vergleichswert mit einer Masterarbeit gewesen. Und da habe ich in einer Anthologie 5 Texte von Huckel gelesen. Und da sagte ich, das ist meine Welt. Das ist die Welt, die ich erlebt habe, botanisch gesehen und alles. Ne? Und das ist aber 800 Kilometer weiter. Ne? Wie kann das? Und so habe ich dann das gesamte Werk gelesen. Und das ist, denke ich, die Formel, ne? Ein bisschen säen und dann mal hoffen, ob es irgendwann ein schöner Baum wird. Ja? Ja. Danke für die schöne Metapher. Dann wollen wir alle noch ein bisschen säen. Wir fangen mit kleinen Texten an und hoffen dann doch, dass die großen, größeren Romane de Bruijns bis zum letzten wieder gelesen werden. Wir werden es versuchen. Das ist schön. Ich frage jetzt nochmal ganz offiziell in die Runde, wer immer noch sozusagen die Chance ergreifen möchte, was zu fragen, zu sagen, auch vielleicht eigene Lektüre sozusagen vorzustellen. Genau, ich bekomme gerade Unterstützung im Chat. Die Frage zu den Verfilmungen würde mich noch interessieren. Das finde ich ja nett. Darf ich das vielleicht nochmal in die Runde geben? Haben Sie mit denen schon gearbeitet oder vielleicht haben Sie sie gesehen und gearbeitet nicht? Nein. Okay, gesehen? Mag irgendjemand was dazu sagen, der Sie kennt? Ist das vielleicht ein möglicher Zugang zu dem Werk Günter de Bruijns oder vielleicht gar nicht mehr? Was wäre da so Ihre Einschätzung? Auch, ich richte die Frage durchaus an alle, die hier beteiligt sind. Wer möchte? Ich kenne die Filme überhaupt nicht. Also dann müsste ich jetzt erstmal hören, welche Filme es sind und dann könnte ich vielleicht damit etwas anfangen. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Mit Filmen kann ich auch, zu Filmen kann ich auch nichts sagen. Ich würde sagen, dass de Bruijn so zu übersetzen irgendwie etwas Wichtiges verloren geht, weil der Genuss kommt erst vom Stil, würde ich sagen. Und das Feingefühl und vom Heimatgefühl und so. Und ein Film ist irgendwie anders, würde ich sagen. Und es ist so, ich habe vor vielen, vielen Jahren märkische Forschungen gesehen, also den Film. Und die Verfilmung, das ist nicht so, also die Erzählung ist so schön und so schön geschrieben, dass irgendwie mit dem Film, das hat nicht geklungen, nicht gelungen irgendwie. Aber das ist schon vor vielen Jahren her. Naja. Ja, jetzt hat sich gerade Annette Handke zugeschaltet. Magst du was sagen? Wir könnten ja auch einladen zum Filmfrühstück. Du müsstest dich nur noch mal lautstellen, bitte.
Ja, ich habe mich laut gestellt. Nein, zum Filmfrühstück will ich jetzt gar nicht einladen, weil da kann ja keiner kommen. Aber ich hatte mit Wolfgang de Bruyn kurz darüber gesprochen und er hat mal gesagt, dass Günther de Bruyn eigentlich nur Hochzeit in Welzo als Film mochte. Er fand das schön, dass das andere auch verfilmt wurde, aber Märkische Forschungen zum Beispiel, was ich wirklich einen guten Film finde, war für Günther de Bruyn eben doch eine ganz andere Sache. Als Danke, vielleicht sagen wir noch, welche anderen es noch gibt. Also es gibt Märkische Forschung und es gibt noch Glück im Hinterhaus nach Buridans Esel. Also auch das lohnt sich in jedem Falle, gerade wenn Sie jetzt sozusagen so umfassend schon gelesen haben, vielleicht zu vergleichen, zu sehen. Ich weiß nur aus der Vorgeschichte des Filmemachens von der DEFA, dass er sich sehr zurückgehalten hat, auch bei der Filmentstehung und die Filmkünstler wirklich hat machen lassen. Also vielleicht gibt es von da auch schon eine Trennung zwischen Filmliteratur. Aber wir werden es uns, glaube ich, angelegen sein lassen, die Filme dann nochmal zu zeigen, um auch dazu anzuregen, dann darüber weiter zu debattieren. Und Frau Baas, Sie haben es ja auch in der Ausstellung. Wir haben Ausschnitte dazu, vielleicht mögen Sie dazu was sagen? Genau, also wir haben die beiden Spielfilme, die sich auf Märkisches beziehen, in der Ausstellung und die zeigen wir dann auch im Begleitprogramm. Und wir haben auch noch einen Schmankerl, an das aber nicht leicht ranzukommen ist, nämlich also da eine Dokumentation aus den 90er Jahren, die der SFB noch gemacht hat, wo man, die heißen Geschichtliche Wanderungen mit Günther de Bruyn, also da begleitet man Günther de Bruyn sozusagen bei der Herstellung von Carnarvon in unterschiedlichen Regionen Brandenburgs und die Idee zu dieser Reihe ist von ihm und die Kommentare, die er zu Landschaftsimpressionen spricht, sind von ihm. Und da zeigen wir einen kleinen Ausschnitt. Im Begleitprogramm werden wir einen ganzen Teil, also den Teil aus der Oder-Region zeigen, weil das einfach seine Region ist und weil das die Region ist, wo jetzt die Ausstellung ihren Anfang nimmt. Und da ist er auch zu sehen, das ist ja sehr ungewöhnlich, denn er hat tatsächlich zur Welt des Films, also was fiktionale Formate anging, also ja, mit seiner eigenen Erzählung war für ihn eigentlich die Sache abgegolten. Und wenn es dann dokumentarische Dinge gab, dann war er sehr zurückhaltend. Wir zeigen auch in der Ausstellung eine Anfrage vom DDR-Fernsehen noch, die eine Kooperation mit dem ZDF gemacht haben, Dichter und Landschaft. Und ob Günther de Bruyn sich nicht vorstellen könnte, unterschreibt er auch einen sehr noblen, zurückhaltenden Antwortbrief. Ja, schöne Idee, aber diese Art von Selbstdarstellung liegt ihm überhaupt nicht und deswegen möchte er da lieber nicht mitmachen. Aber es gibt eben diese sechsteilige Reihe im SFB damals, jetzt RBB, und da sieht man ihn dann auch tatsächlich ein bisschen gequält in der Landschaft herumstehen mit seinem und er stellt also die Anbindung an Historie an, verwoben sein mit der Landschaft da und unterbrochen wird das immer von Interviews mit einem Fischer oder einer Käseverkäuferin und dann gibt es wieder diese Landschaftseinstellung und mit Kommentaren von de Bruyn. Also diese Formate gibt es, muss man aber aus den Archiven holen, um da wieder ranzukommen. Danke. Dann haben wir alle noch viel zu tun. Das ist doch wunderbar, dass man auch noch was vorhat, sozusagen. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen und Vorschläge oder Anregungen von Ihnen allen? Alle sind wir weit gewandert, sozusagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dann ich würde mich jetzt am liebsten wirklich auf die viel erwähnte, ob sie jetzt schon existiert hat oder nicht, diese berühmte Bank vor dem Haus Günther de Bruyn vom Blaubergraben zurückziehen und nachsinnen dort, also vor Ort oder ja, mich mit Ihnen allen dorthin beamen, irgendwie in die Gegend und nachsinnen über die heilende Kraft der Poesie. Das wäre jetzt wirklich schön. Ja. Bis wir das können, glaube ich, darf ich mich dann einfach nochmal bedanken und ein bisschen einen Ausblick geben, weil nach so viel schönem Zusammenwirken in dieser Tagung, denke ich, ist es schön, wenn wir wirklich in Verbindung bleiben,
alle miteinander und weiterlesen, diskutieren und schreiben. Und wir haben ganz besonders auch nach Ihren Beiträgen in den letzten Tagen und auch heute wirklich, liebe Frau Barth, ich glaube, ich darf das so sagen, und auch im Namen von Wolfgang de Bruyne, umso mehr den Wunsch, zum 95. Geburtstag von Günther de Bruyne am 1. November ihm quasi unseren Tagungsband zu schenken. Also das ist sozusagen ein wirklich großer Wunsch. Wir wollen den dann auch gleich in der Landesvertretung in Berlin vorstellen, aber und damit wirklich dieses Forschungsfeld, was wir hier miteinander abgesteckt haben, als Anstoß in die Öffentlichkeit geben zum Weitermachen und Weiterlesen. Also darüber bitte ich Sie herzlich, positiv nachzusinnen und uns Ihre Beiträge dann zukommen zu lassen. Dann kann es weitergehen mit der Debatte. Das wäre sehr schön und dazu schreiben wir dann weitere Details. Aber dieses Geburtstagsdatum, den wir dann alle miteinander feiern können, dem bitte ich Sie schon mal, das bitte ich Sie schon mal in Erinnerung zu behalten. Ja, und dann geht ein Dank heute tatsächlich für diese Hybridität. Ich habe mich schon mehrfach und mit großer Absicht bedankt bei allen unseren Förderern. Heute möchte ich mich einmal ganz laut bedanken bei all denen, die diese Technik möglich machen, die jetzt gerade eine Etage und zwei Etagen unter mir sitzen und Sie haben es zum Teil miterlebt, die Kabel hin und her bewegen und aufstöpseln. Also ganz großen Dank an das Team einmal unten im Haus, Frau Rolker, unsere Kollegin, und die Firma Privisch und alle anderen hinter den Kulissen noch einmal vielen Dank. Denn das ist ja auch ganz schön, wir sind froh, dass das Internet hier in Frankfurt Oder gehalten hat. Und Ihre Verbindung alle auch, danke dafür. Und ja, dann natürlich nochmal den allergrößten Dank an alle Beteiligten und eine herzliche Einladung in die märkischen Schreibwelten und vor allen Dingen in die Mark. Also die Ausstellung wird ja wandern, sie ist noch bis zum Juni bei uns. Aber entweder wie es Ihnen und der Welt möglich ist, also dort und dann an den Nachfolgestationen, wir meinen es wirklich ernst, seien Sie unser Gast, kommen Sie nochmal in persona. Wir reden schrecklich gerne mit Ihnen über Günther de Bruyne und die Literatur. Also Sie sind herzlich, herzlich eingeladen. Und damit Ihnen allen einen ganz schönen Tag und ganz vielen Dank. Und ich hoffe, auf Wiedersehen in der Mark und in der Heimat Günther de Bruyne.